Mikro, sind die fertig? Ihr seid ihr nicht gut. Seid ihr komischerweise kein Mensch, ja? Ja, was das bei mir wie für Television du hast. Lilian, und sieht Mikro schon fertig? Soll ich schon von der so weit weg, oder geht das? Müsst vielleicht von hinten gucken kommen. Ich weiß es nicht. Der macht das hier nach durch. Froh, Marleen. Ja. Marc, hast du das für fertig gestellt, alles sei? Also in den Stunden bekommen wir es nicht, oder muss ich das sagen? Hast du das an der Reihe so, Marc? Mir ist alles recht, das wäre so weit weg, das geht das. Weil der ja, ich habe keine Ahnung. Und dann mit dem Metro vorgelocknet. Mir ist es recht. Ich meine, wenn wir Vogel aus der Welt. Das geht schon. Froh, wenn Sie können gehen, ne? Wir sind aber ganz froh, für Ihre auch reziprok zu begrüßen, weil der ganze spritzige Mensch sieht, ne? An dem seine Molekülen am Geist übermäßig voller Erudition sind. Also, merci vielmals. Ihr seid, Herr Vogel, 2013 an einem Sonntag von RTL als Letzbäuer vom Jahr gewählt ging. Mhm. Mit 950 Stimmen mehr wie der Xavier Bitte. Mhm. Mit 1250 Stimmen mehr wie der Jean-Claude Juncker. Und mit viel, viel mehr Stimmen wie der Bauer von Alzing, den ich frage. Ich die war aber noch immer, Herr Vogel, die war immer ein Staat der Land bekannte Persönlichkeit. An der Lohm am Bummelleer. Hat ja aber ihre Bekanntheitsgrad all Ketten gesprengt. Dir könnt ich doch, Herr Vogel, nirgends mehr weisen, ohne von alle Leid direkt erkannt zu gehen. Genießt er das? Natürlich nicht, gell. Das ist ganz nervenabreibend. Ich finde das nicht besonders gern. Könnt ihr euch überhaupt danach am Block mit dem Bummelier ein Privatleben erlauben? Ja, weil... Die Leute, die über mich sehen, die sind mir ganz egal. Ne? Ich lebe, wie ich will.
Lützeburger zu sinn, Maitre Vogel, ich meine von Nationalität, bedeutet das dir etwas? Ja, was soll ich darüber anfangen? Ich bin Lützeburger bei Accident Spermatik wie dir auch. Und ich bin balanciert in einem Lieu geometrik, den man imposiert in das. Das war der Grand Duché von Lützeburg. Am Anfang hatte ich da an dem Grand Duché relativ viele Schwierigkeiten, weil ich mich mit der Mentalität von Marienland nicht so richtig aufhand. Ne? Aber für den Rest, so nicht mich dort gewinnen. Der fragt mich, ob ich an der Armee war. Ja, ich bin an der Armee. Ja, ich wollte froh, die Udin hat den Matt gemacht. Ja, ich bin den Matt gemacht. Ich war, also wie ich an der Armee komme und die Leute gesagt, den Amando hast du nicht zu gebrauchen. wir können auch mit dem aufhängen an einem Büro. Ich war die Zeit Präsident von der Assos. Wir waren also armeefreundlich angestanden. Und Torbein hast du gesagt, gehen, dann muss man mit dem Mann bis an die Artillerie fahren. Und da bin ich dann da an dem NATO-Bataillon gelangt. Ne? Und da war ich aber relativ froh, jedenfalls, weil die Armee hat ein Avantage, das ist der Brassage des Masses, ne? Die haben vielleicht kennengelernt, und da tun die Statut. Das war ein guter, positiver Punkt, und da war der Bulli, der nirgendwo Bulli war besonders, was ganz gut war, ich habe seitdem nie mehr so gut gekriegt. Ah. Le Gaston Vogel, um de l'année. Herr Vogel, der Petit Robert, den definiert den Begriff, oder lass mal so, das Wort um. Folgendermaßen: Être appartenant à l'espèce animale la plus évoluée de la Terre. Das ist aber nun ein ganz großes Zumutung. Der Mensch ist nicht l'animal le plus évolué am guten Sinn, das ist l'animal le plus évolué am schlechten Sinn. Das am Jardin zoologisch wahrscheinlich das Allerschlimmste für das Gott. Und das Allerschlimmste für das Gott, weil ich meine, dass ihr nach kein Deier am Jardin zoologisch, den sie 6 Millionen Juden an Pfeif schicken gelassen hat, dann 1 Million Zigeuner. Und das ist noch nicht ganz lang hier. Das beweist ja, auf welchen Zustand der Mensch ist. Dafür kommt immer auf das zurück, den Hobbes, den hat der Mensch immer wunderbar definiert am Leviathan, in dem er sieht, humans are greedy, selfish and distrustful. Das für mich an dem ganzen Jardin zoologisch, das allerlöscht vom Deier, was man hat, und das das allergefährlichst. Für wer das gefährlich? Weil er lucid ist. Er weiß, dass er muss futtig gehen, und das verzeiht er nicht. Und dadurch hat er die große Mechance. Weil er so wie ich kenne, die Schwester so dax, Maitre Vogel, wieso doch immer der Money aus dem 8. Jahrhundert? Ja, das ist an der Kriminalität, da finde ich oft nicht raus, für was ein Mensch an so ein Point de Cassure gefallen ist. Und dann habe ich immer die Image von dem Money, den Bimmel aus dem 8. Jahrhundert kommt, sie für die Zeit einen Zug geholt wird und dann auf Bengagar gelandet ist. Man denkt, ein Messer, dem das dann an die Hand gehört und so. Das ist eine Imagerie für Kriminologie. Ich will nur mal da sagen, dass Genen, die man an uns drohen, voller Inconnu sind. Und dass kein Mensch weiß, wie denn das. Es gibt einen Autor, einen englischen Autor, den sieht, der Mensch ist vielleicht zu 5% im Stand, sich zu kennen. 5%. Ich meine, das sind da noch zu viel. Vielleicht 2 oder 1,5%, meine nicht. Die anderen, die sind an der Obskurität. An die Obskurität ist voller Gefahren. Also, ich meine, der Mensch ist vis-à-vis von denen Imponderablen, denen ausgesetzt ist, schon in einer ganz riskanten Position. Lo, heißen lo, auch aus dem Petit Robert rausgeholt, Herr Vogel, was um am Sinn von Mann betrifft, ein paar Französisch Ausdrücke, die habe ich rausgeholt. Und ich wollte dich fragen, was für von denen Ausdrücken, an welchem Moos, ob ihr Käfe passen. Gaston Vogel, Doppelpunkt. Homme d'action. Tut weiter mit der Innenreaktion. Homme de mérite. Homme de confiance. Homme de génie. Homme de bien. Bei Homme de bien gebe ich mal einen kleinen Klammer, Herr Vogel, erlauben. Ich meine, es wäre auf Studentenzeit, tut ihr einfach ein Kriering. Ich bin eine Union des gens de bien gehabt, das war ein
11 Präsidenten an einem Member. Und der Member hat voix décisive. Ah. War das zur Studentenzeit? Das war zu 90. Um d'esprit, um de goût, um a femme. Ja. Immer eine lange Reaktion. Homme du monde, homme du peuple, homme public, homme de qualité. Mais j'aime von ich homme tout court. Homme tout court. Ja. Man all singen Unzulänglichkeiten singen Lastren. Vielleicht aber auch homme de loi. Ja, das könnte noch. Sing Lastren. Homme de loi. Und sing Albtraum. Mais penchant, ganz nette penchant zur Provokation und zu der Anarchie. Homme de lettres. Um de lettres, ja, das akzeptiere ich. Um de l'art. Och. Um de principe. Comme comme ça. Und da gibt es, Maître Vogel, die berühmten Definitionen, die wir alle kennen, von Aristoteles, Desetio. L'homme est par nature un animal politique. Als der Gaston Vogel politisch wesen, wie steht hier zur Politik au sens large? Et au sens restreint du terme. Ich meine, ein Mensch als politisch Wesen, das ist ja gut zu denken, dass ein Mensch sich aus der Polis total ausklammert. Polis im Sinn von, normalen Sinn von Staat. Aber ich habe nie Politik am Sens étroit gemacht. Das hat mich immer widerstanden. Ich habe aber immer lieber an der Marsch von der Gesellschaft gelebt, dann die Gesellschaft von der Marsch aus geguckt und dann noch durch die Zähne. Und dann, soweit ich meine, ich Ihre Karriere, was Stichwort Politik betrifft, kennen, nach 64 hefen er Etappen Algerien, Kuba, Vietnam. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich war ganz früh engagiert an all den Kämpfen in der Algerie und an der Kuba. Egal, was verschiedene Leute können empfangen. Ich behaupte, dass der Fidel Castro von denen Menschen ist, die mir am nötigsten stehen. Das ist der rhetorischste Mensch, den ich nie einen kennengelernt, den auf Kurt, weil er auf Kurt, den die Rhetorik hat. Ne? Und da war ich ganz stark engagiert am Vietnam, ne? Während den ganzen Jahren 1970. An heute sind ich immer noch engagiert, da, wo ich meine, dass Sauereien geschehen. Ne? Wie zum Beispiel, ich bin kein Freund von Saddam Hussein. Ne? Mit dem Irakkrieg, die Gemeras, die noch passt, von Mensonge. Das ist so ein schlimm Sauerei. Ne? Aber wenn ich da bedenke, dass der Monster, den der Krieg deklanchiert hat, am Texas auf seiner Ranch hier, und an der Hand voll Blut aus, von 100.000 Victimen zivil. Und die lief ganz fein, da gibt es Konferenzen. Gott weiß, wer die wir warten, da schwätzt. Mit dem Kerl, ne, den ist einfach nicht für Oplahe zu kommen, für wer, sie haben all die Träte hier nicht unterschrieben, die für die Amerikaner gingen zählen, auch Oplahe zu kommen. Die lief also ganz tranquillement. Nur dem eine Krieg deklanchiert wird, den illegal war. Wenn ich also höre, der Moment, Leute zu, das, was in der Ukraine geschieht, das, was zu, an der Krim geschieht, etc., als illegal, und das kennt von denen Leute, die so einen Krieg deklanchiert haben, da kennt ich Katze. Den Reich hier sehr auf Kuba zu kommen, den Amerikaner hier Haltung, dem Fidel Castro, in die wir den, wie der immer so zu wenig Kommunist, als wie der nicht, das war auch etwas schlimm. Denn Fidel Castro war au départ kein Kommunist. Der Fidel Castro, wie das Land liberiert wird, von der United Fruit, von allen anderen amerikanischen Nationen, als ein boykottiert ging, seine Insel als schrecklich boykottiert ging von den Amerikanern, aber hat den Mann keine Mann, konnte nicht schmarrn, hat sich dünn und Russe gewandt, und du hast ein paar der Force des Schoß, und er hat sich rangegliedert, was hier geglitscht, was nicht seine Opinion Politik war. Aber immerhin hat a Kuba den Moment da erreicht, dass es kein Analphabeten mehr gibt. Er hat erreicht, dass Leute keine krank gehen und dass er für sie abgehen. C'est déjà pas mal.
Herr Vogel, Demokratie oder Diktatur éclairée? Wo liegen Ihre Präferenz? Ja, ich weiß nicht, was Demokratie ist. Was ist das? Die Leute stimmen vor 5 Jahren oder 6 Jahren. Und da werden sie da Leute, ne? Und dann die Leute, die machen da während 5 oder 6 Jahren ihren Unfug, ne? Und die meisten Texte, die gehen gemacht von Apparatschiken, ne? Die kommen dann an die Chamber, wo sie diskutiert in der Tisch, wo drüber geschwärzt wird, ohne dass ihr wisst, um was es geht. Dadurch sind die Texte ja auch ganz schlecht, was ja auch für uns auch für Kunden nicht so unschlecht ist. Ah ja. Hallo, Maître Vogel, steht dir einer bestimmter Partei mehr noch wie einer anderen, zum Beispiel, wenn der Wähler geht? Nein, ich habe lange Vote Blanc gemacht und ich habe die letzte Keine auch nicht die Linke gestimmt. Voilà, c'est tout. Panachere meine ich natürlich. Und wenn ich stimme gehe, ich weiß, das ist so ein Sammelsurium von Leuten, gell. Die einen, die stellen sich ab, weil sie gut am Fußball sind, andere stellen sich ab, weil sie gut auf einem Velo, auf einem Stegeisen fuhren. Also, das ist ja alles Quatsch, ne? Anlo, dass wir Maître zu Lützeburg den Wahlzwang haben, ist das gut? Ja, ich meine, jeder soll für unsere Responsabilität gestalten, da sind ich dafür. Ich meine, jeder soll Stimmen gehen und dann gesehen, was um unsere Stimmen geschieht. Ja, da wäre am Anfang der Wort Plan auch eine Art Politik. Ja, das ist auch eine Art Politik. Und das ist auch ein Wort negativ. Wir haben ja noch den 25. Mai Europa-Wahlen. Seid ihr Europäer oder anders gefragt, wie seid ihr Bild von Europa dann aus? Ich weiß nicht, was Europa ist. Europa ist ein Sammelsurium von Leuten, von Staaten, die hier Geschichte haben, hier Ökonomie, die nicht viel sich gemeinsam haben. Das geht da von Brüssel dirigiert, Rimm von Apparatschiken, ne? Die Mose machen von den Bananen, Mose machen von Tomaten, und all diese Sachen. Und das ist ganz in der Wand. Und dafür habe ich für die Leute absolut gar keine Sympathie. Aber wenn ihr da in der Stimme geht, da stimme ich natürlich doch kein, da man ihr wird blank. Annelo, die hat ja auch, wir kommen noch gleich darüber zurück, 3 Kanner, die zwar noch groß sind, ja. Was hält er davon, dass Parteien davon noch schwätzen, dass immer 16 Jahre schon soll die verwirren? Ja, 16 Jahre ist einfach zu jung, oder? Lo, traue ich mich vom Ball nicht die nächste Frage zu stellen, mir steht es aber, wurde dich nie gelackelt? Mit den Zahlen zu gehen. Ah, nee, gar nicht. Die Wetter ein Bereich rufen. Ah, ja, nee, gar nicht. Nee, das ist ja erstens mal weltchemisch. Ne? Und zweitens ging ich niemals können, über mich erbringen, auf der Straßen zu stehen, der Leute lief zu lachen, eher zu distribuieren, wie da du geschwommen hast. Oder Bannerchen durchzuschneiden, ein Nummer ein freundlich Schluss zu tun, das ist nicht mein. Also lieber das nicht. Ne? Voilà. Ja. Und dann, noch der Wahl, können wir eine neue Chambre, das Niveau am Allgemeinen von unserer Chambre ist, wenn ich nicht hört, nicht gerade brillant. Immer der Mediokrität. Und dann, zum Schluss, wenn ich ein bisschen retrospektiv und bestimmte Televisionssendungen denken, denn Herr Hasselborn ist nicht direkt der Busenfreund. Oh, das, der Hasselborn ist für mich ein Personage, der gar keine Importanz hat. Wir hatten eigentlich ein ganz wüstes Interview da auf der Television. Aber wie ich heimkomme, habe ich gesagt, meine Frau zu mir, soll sie mich reden, natürlich. Da gebe ich Mengen, dass den Herr Juncker nicht besser gefällt. Irgendwie. Der Juncker ist ja nicht so total unsympathisch. Nein, den drückt sich auch eher so aus wie dir. So ja, voilà, so ist er. Ein gewiss Wahlverwandtschaft. Voilà. Arnelo, ich weiß ein Kehr an einem Melo. An einem Interview, das war mir nicht mal Bass Schagen um DNR, da hat er auch gesagt, der Juncker ist am Funk, der aller schlechteste kennt, aber du hast ihm schon gesagt, weil ich wollte nicht das Stichwort, das Kind, das immer so schön, weil ich ihm nie verzeihe, wie in das Stickstoff auf Dreher gucken gegangen. Ah ja, da, ja. Und du hast ihm den Hell hier abgemacht. Ja, ich will ihn da tun.
Und dann die ganze Enquete-Kommissionsaffäre, die ja schließlich dem Juncker als seine Regierung den Kap kascht hat. Wie beurteilt das? Na, das ist eine ganz miserable Geschichte. Gell? 1990 ist etwas ganz Schlimmes geschieht. 1990 hat den Hus eine Motion reingehen für eine Kommission d'enquête parlementaire mit Pouvoir de Juge d'Instruction. Und die ist rejetiert gegen von den Leitern der Sozialistischen Arbeiterpartei, auch von den Christlich-Sozialen. Und da sind wir am Bomberprozess, auf dem Punkt nach immer, wo wir nicht weiterkommen, weil du sie keine Zelle gelöst haben, dass nicht geguckt haben, weil das Archive vom Israel war. Und da war dort sicher ganz viel, die konnten dummer da möchten, weil das ja die Jahre nach Jahre nach Jahre nach geschieht. Da sind wir am Gang mit einem idioten Prozess, ne, den so Kadavern durch zu reanimieren. Ne. Melo, wenn ihr mich kennt, Maitre, froh nicht mich, sollen nicht doch über den Gaston Vogel zu Sendungen am Schloss muss ich das hier leihen. Ja, natürlich. Wir haben nur einen Pjäserakrit für vier Wochen ungefähr. Daraus geht er vier. Zum Beispiel, dass das Rell Leute hat, die denen noch gegangen sind, die russisch Kuren holen gegangen sind. Da muss ich mal überlegen. Ne? Und das steht doch ganz klar auf dem Ziel. Ich habe jederzeit russisch Kuren, wie wir ja am Pushkin Center. Oh, nicht ein Dossier, da kriegt vielleicht doch. Ne? Da muss ich sich vorstellen. Ja. Wer für ein Band von Idioten noch im Weg? Auf eine Rennkehr, ob der Jean-Claude Juncker, Herr Vogel, zurückzukommen, gesieht ihr hier als neuen Baron? Das ma wurscht. Und das tritt Lulling nur 30 Jahre nicht mit dabei ist, mich da nicht dann traurig. Ah ja, ich bin schon viel Tränen fallen lassen. Ja, dann nur aber. Stichwort Gambia, die neue Regierung, also gut, dass man so hund mit ihrer frischen Luft, gibt auch jeden eine Chance. Aber ich habe noch keine frische Luft gespürt, ne? Ich schon, ich weiß ja nicht, was, Gambia, was sind das alles für idiotisch nimm, ne? Dass der Handel von ihr in deinem, ich weiß nicht, was das Gambia. Das sind drei Parteien, die zusammengekommen sind, für das blöde Projekt vom Trump weiter zu feiern, den 2040 aktuell geht. Der Tisch dann einer wieder 2040 steht, der scheiß Tram da, Amelia Weiße und dann die Urbanisten, wir können kein Tram mehr an den Stiert verdrohen, der geht dann aufgeschaltet. So. Dann ist die extrem gescheite Idee. Aber das, du musst wirklich von alle guten Geister verlassen. Das war wie der Bausch gesucht, die elektrischen Ampeln, die gehen aufgeschafft, auf der Autobahn, da passen Leute besser auf. Also, das ist ja, ich meine, für Stupidität hier kaum zu übertreffen. Ne? Da kommt, da sieht man auch wie der Conseil d'État. Los zum Depotoir. Das ist dann einer wieder, den Conseil d'État geht den Opfangbassin von Karrieristen, die im Mann sind, die nicht mehr zu gebrauchen sind, die kommen dann durch den Conseil d'État. Das geht natürlich eine Atmosphäre, die als ich will, null. Ich will so, wenn die Leute durchgehen. Ja, Deluxe, ja. Und dann ist es ja so, dass die Regierung ja auch nicht zu beneiden ist, weil sie muss eine Monokultur gerieren, ne? Das ist ein Land, das, quand le veuille ou non, ja keine ganz drei Stadt, nur kein Bodenschatz, wo kein Aktien auf mir. Wir haben am Anfang auch nicht mehr eine Ökonomie der troisième Service, das sind Banken, ne? Und das sind ja Leute, die gehen, sobald es nicht mehr geht, da gehen sie. Und da kann ja möglich sein, dass wir dann zurückfallen, an einem Tag, die wir immer waren, ein Land vom Mais erwiesen. Anno, was hält er da von Ihrem neuen Chef, dem Felix Braas? Ich habe keinen Chef. Ich bin zunächst kein Chef. Und zwischendurch, Herr Braas, mein Chef, wäre ich nicht ganz zufrieden, weil denn Herr Braas ist der Justizminister. Und das ist ja ein miserabler Punkt, dass die Leute, die geparachutiert an einem Minister, auch nicht zu wissen, was das ist. Ne? Die wissen ja gut nicht von der Justiz. Ne? Andere, die geparachutiert an dem Minister der Santé.
wissen gar nichts von der Santé. Ne? Ich habe das immer bewundert. Ich von ihnen zu mir ging so ein Vogel, hat der Zeit für Finanzminister gehen. Ging ich so, nein, ich verstehe nichts davon. Ging da will ein Ökonomieminister gehen? Nein, ich will nichts davon zu dir, weil das ist nicht meine Kompetenz. Mir gehen nicht Leute, die zucken da nicht mit der Wimper, an die ging das. Du, du, ja, hast ja alles so faul, ne? Zwei Begriffe, Herr Vogel. Emanzipation und Frauenquote. Also die Geschichte mit der Frau am Mann, die den Unterschied natürlich nie verstanden. Ich habe das nie verstanden. Frau am Mann, sie für mich immer eine Egalität absolut. So gut ging ich eine Präferenz in der Frau, weil Frau hat oft viel mehr Subtilität, viel mehr Intelligenz wie Männer. Und ich ging Menge von Frauen, ich ging in Politik bekommen, wäre vieles viel besser wie von Männer. Und die ganze Geschichte von der Frau, die Frauenemanzipation, das hat sich ja falsch probiert. Auch den Dörfer gesagt wird, das haut Frauen da. Das ist ja schon ein Asyl. Das ist ja schon ein Asyl. Für was muss Frauen da? Das sind alles Sachen, die man echappieren. Das geht allerdings ganz weit zurück. Ne? Das ist eine alte Tradition. Und die fand, man lebt für die Leute, die gläubig sind, aber die fand beim Paulus, an den Korintherbriefen hier Basis. Die seht schon schlimmste Sachen. Ihr seht zum Beispiel, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Elles n'ont pas le droit d'y parler. Elles doivent être soumises, comme le dit d'ailleurs la loi. Et si elles désirent s'instruire sur quelques questions, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant qu'une femme parle dans l'assemblée. Ich habe nie die Frage verstanden, die CSV konnte stimmen. Man soll in den Bad. Und da geht es ja auch zum Beispiel mit der neuen Regierung, Luft kommt Stichwort mit viel von Referendumen geschwärzt, Verfassungsreform, Ausländerwahlrecht, Referendumen. Als da deren Meinung noch die richtigen demokratischen Weh, die bis jetzt zu kurz kommen bei uns. Ja, ich weiß auch nicht. Auch die Referendumen, die feiern ja auch zu nahe. Da hat ja gesehen, wie wir die letzten hatten, 2005 oder 2006, da ging Frauen so blöd gestalt an das feiert zu nahe. Das auch, wir haben doch das nicht an unserer Tradition. Wir sind an einer Demokratie, das heißt, wir sind in einer Demokratie, und das wird sowieso decidiert, konzerniert, wir ja nicht die partizipieren wollen. Und dann ein paar Nimm aus der Maus. Ja, Obama, Guantanamo, Putin, nicht besser. Ne? Merkel. Ja. Also, aber Holland, das ist für mich, also, das absolut Nullste, was es im Moment gibt, weil der Mann, der hat absolut kein Charisma und der kann gut nicht schwätzen. Das ist eine Katastrophe, der Mann. Ich verstehe noch nicht, die ganze Familie, sagt Hollande, dann sind Ex-Frau, und dann sind sie Metra, das ist alles für den Mann abzuweisen. Ja. Er könnte aber mehr eleganter hier wie der Sarkozy beispielsweise. Ich weiß das nicht. Ich meine, du kein großer, ich meine, Sarkozy kann besser schwätzen wie Hollande und so, aber sie kann formidabel sein. Wir leben in einer Periode très pauvre. Es gibt kein charismatischer Politiker wie zum Beispiel das Synonym, die muss ich nicht epousieren. Aber das wären aber ganz große Leute von sie, rhetorisch. Ja. Denn De Gaulle war ja formidabel, ne, von den Geschwätern. Ich weiß, als Junker auf der Kurt, sind ich oft im Tribunal und ich unter falschen Prätexten eine Affäre aussetzen lassen, für ihn zu gehen und Herbert Wehner zu lauschen. Das war für mich ein fantastischer Rhetoriker. Geht schon nicht mit Formidables, wie ein Mensch, den mit den Schwarzen kann, die Rhetorik hat, an die Magie du Mot weiß zu manipulieren. Ah. Mit das schon alles auch drüber. Guck mal, lohnt der auch nach dem Movegu gehabt, eine Television zu installieren an der Schamba, für die, denen da noch zu lauschen, wenn sie einen Quatsch verzerben, an einem Langage, der kein Richard wird nicht, auch kein Rhetor. Gut, das ist mein letzter Frage für dann, Stichwort Politik.
aufzuschließen, Maitre. Gibt es an Europa, ich habe ein paar wieder abgeschrieben, oder sogar weltweit Krisengebiete, die ich ganz besonders beunruhige? Die Ukraine und Krim, ich habe für genau 7 Jahre habe ich einen Text geschrieben, L'encerclement de la Russie. Ne? L'encerclement de la Russie. Aber wir sehen auch, dass den Encerclement systematisch gemacht hat. Gell? Du kriegst zu Prag in Raketen abgestellt gegen die Russen. Und auf der anderen Seite hast du an der Ukraine, und da, also ganz interessant für das, mal zu wiederholen, da wurde der Milliardär George Soros mit seiner Open Society Institute. Alle Patron von der CIA, James Woolsey. Mit seinem Freedom House, Ex-Sekretär d'État, die inoubliable Madeleine Albright, mit seinem National Democratic Institute, dann der National Endowment for Democracy, eng von den 1000 Ramifikationen vom CIA, dann die Agence USAID, die direkt liegen das zum amerikanischen Gouvernement. Und das ist ja etwas ganz bizarr. Der Moment tut eine Krise in der Ukraine. Und die hat am même temps eine Krise in Venezuela. An denen 2 Länder sind Amerikaner, ob sie uns sympathisch sind oder nicht sympathisch sind, mit ihren dicken, fetten Interessen drin interessiert, Scheiß zu machen. An die Scheiß machen sie an Venezuela, die Scheiß machen sie an der Ukraine. An die Reaktion von Putin, als, à mon sentiment, qu'on le veuille ou non, ein Sein. Ich hätte auch gehabt. Wenn ihn dauernd entouriert und encercliert wird, dann kennt der Moment, wo der russische Bier sich wird, und dann muss ich ihn das verstehen. Aber das ist eine ganz schwierige Situation. Afghanistan, Syrien? Ja, das ist tatsächlich. Sie sind nicht am Afghanistan, wie es der Molan, und sie sind auch nicht da für die Frauen zu liberieren vom Tschad. Sie sind da für ein Lithium zu kommen und Gold, und, weil Afghanistan ist ganz reich. Gell? Und so waren die Russen noch an Afghanistan. Aber am Afghanistan, da also schwere Kriege waren, weil die Afghanen uns alle rausgeworfen haben, und sie sind auch einen Punkt rausgeworfen zu gehen. Syrien. Na, Syrien ist dasselbe. Syrien, meine ich, ich war x-mal in Syrien. Die Leute, die in Syrien und Pouvoir sind, sind ganz unsympathisch, Leute. Ganz unsympathisch, Leute. Aber sie sind, hatten ein Land, das plus ou moins funktioniert. Heute haben wir Syrien, war total devastiert. Ich war zu Damaskus ein paar Mal, das ist eine fantastische Stadt. Ich war zu Aleppo ein paar Mal, das ist wunderbar. Heute ist alles ein total ruin. Und da gesehen ich Tant von der CIA, so wie Tant von dem CIA den Bommelier-Prozess ging erklären. Und nach E-Wort NSA. Ja, aber das ist der Zahlweg, gell? Spionage auf der ganzen Linie, sogar bis an ihren eigenen Senat drauf. Und dann hat er rundherum das alles, die agenouillierte Politiker, Asselborn, Steinmeier, wie soll ich, nein, alle gehen im Boden, und machen das, was die gerne hätten. Ne? Dafür haben wir immer gesagt, wir haben kein independent Europa, wir sind ein plus ou moins independent Kolonie von Yankee. Und da will ich Thema wechseln, und ich stelle meinen Nächsten froh, wenn dir erlaubt, wenig mehr diskret, Hayasse. Sind de Lessing, de Goethe, de Mozart, de Victor Hugo, de Heinrich Heine etc. auch haut nach immer dem Gaston Vogel sein Bruder? Ja, ich habe mit den Leuten eine Wahlverwandtschaft, die ganz, ganz lang. Und die habt Leute, die mich mein ganzes Leben lang begleiten und immer noch weiter begleiten, sind folgend: Dostojewski, Proust, Novalis, Rilke, Hölderlin, Pessoa, Ossip Mandelstam, Voltaire, Lichtenberg, die immer der Vertige du gouffre existentiel, an do laie wie de Proust ging so, les gisements profonds de mon sol natal. Dat sind dat, wat Jean Guénot nennt, les voleurs de feu, oder les voleurs de cendre. Dass die Leute, die bringen nicht fertig, dans les profondeurs des ténèbres zu kommen, am do bemol gin fieder, glühend warm, und transformieren sich an Aureum. Das ist ein ganz großer Kopf von enorm dichten Leuten, und die sind so dichtig, dass ich die Prix littéraire überhaupt nicht lesen.
Weil was soll das da schon sein? Neben deinem Post, neben deinem Dostoevsky, das ist Zeit für mich. Ich habe eine Menge Manuskript, was ihr ja auch von mir habt, Herr Vogel, Brüder, entre guillemets gestalt, weil die genannten Nimm, die waren alle an der Loge. Ja. Ich war auch da dran. Ich sind da rausgegangen, weil das war für mich bemal unerträglich, wie ich gesehen habe, dass das ein Ersatz war für eine Religion. Herr Vogel, der gauf 1937 zu Wallfahr geboren. Ihre Pap war Bäcker. Nein, das war er nicht. Herr Pader. Er war nicht Bäcker. Also nicht da, ich falle. Sein Großpap war Bäcker. Ah. Ja, mein Großpap war Bäcker. An dir, wo ich dann mal in der Vorbereitung habe stehen, dir sieht, Herr Vogel, dir sieht ein Einzelkant. Ja. Hut, Frau Nischlo riecht raus, hut da dich markiert. Ich meine, leid hei, ob man es teilweise schon durchsagt von ihrem extrem prononcierten Individualismus. Ja, dadurch, dass ich kein Kibuda, keine Schwester hat, war die ganze Attention von der Familie in erwandter Weise auf mich konzentriert. Und voilà, dann war das immer ein ganzer Stress, ne? Weil meine Familie, das waren lauter ganz gute Menschen, aber sie waren aber sehr konservativ, ne? Und haben da gesagt, mehr wie die Leute, Geld wie die Leute, ne? Und ich kann mich erinnern, dass ich, wie ich 17 oder 18 Jahre hatte, einen ganz virulenten Text geschrieben hat gegen Franco, den damals politisch für drin hatten, ordoniert, dass verschiedene Leute mit dem Garo exekutiert, die sind dann nicht mit dem Genick durchgebracht. Ne? Und du hast einen ganz virulenten Artikel geschrieben, und du hast mein Pap, und ich habe das nie verziehen, und jetzt sind wir ja Wochengänge bei der Grégoire, der extrem droht, gell, und World Anti-Communist League, großer Fan von denen, und hat sich dann entschuldigt für seinen blöden Buff, seinen Artikel über den Franco. Ne? Das war also, das von ihnen länger, und alles guckt auf dich, und ich habe mich dadurch liberiert. Sie wollten noch nie 100 Jahre auf kurz. Meine Mama hat immer gesagt, du musst gucken, einen Platz zu kriegen, die dich à la Brie von Surprise setzt. Guck, dass du Staatsbeamte bist. oder guck, dass du Eisenbunner bist. Eisenbunner, das war das absolut bei uns in der Familie ein Eisenbunner. Und nun ist, wie ich das Premiers-Examen herumgehört, dann habe ich dann gedacht, da ging mal ein paar beide Leute von der Eisenbahn und dann guckst du mal, und du kriegst dich Tester zu machen mit Farben. Ne? Und ich sehe nicht ganz stark an der Farbe, aber ich habe nach mehr stark übertrieben, wenn dann da stand ein 2 und ich ein 5 gelesen. Und dann haben sie gesagt, den Mann da als Nütze gebrauchen auf der Eisenbahn. Da laufen zig aneinander, das geht also nicht. Ne? Und dann haben sie gesagt, meine Lord Steuerverwaltung, die sich nur im Moment stagieren, ne? An der großen Vakanz und so, und dann immer nicht dezidiert, dass ich kann vorkommen. Und Steuerverwaltung, geh mal da hin und schaffen. Sind ich dann da hingegangen, und ich da gesehen, was für ein lamentable Scheiß sagt, das war immer dieselbe Formulär, und also, schon waren sie auf der dritten Seite, was ist schon geschlagen, und so. Und dann ist dann auch da alles gemerkt, für so schlecht zu machen wie mir, ist die auch gesagt, den Mann als Mütze gebrauchen. Und du war die Bier geschehen, und du nicht das gemerkt, was ich von Anfang und immer wollte machen. Und er, Maitre Vogel, er familiär Originen, er, ja. Wie übrigens auch die von ihrer verstorbenen Frau, ja. Die feiern nach Frankreich. Ja, ja, mein Großeltern mütterlicherseits, wo lang zu Paris gelebt, mein Großpapa war, du eine Spezie Chefservice von einer Aviationsgesellschaft, die hat die Zeit Isbano Suiza geheißt. Und meine Frau hat Acquaintance in der Lorraine. Voilà, also sowas. Kommt dann du hier, plutôt er ein Hang zur Frankophilie? Ich bin nicht frankophil, pas du tout. pas du tout. Ich habe vis-à-vis von den Franzosen dieselbe Distanz, die sie für all denen haben, die nicht zu der Grand Nation gehören. Ich bin nicht frankophil, nein, nein. Ich habe einen Spruch, ja. Ich denke dann, dass die Sprache, an der ich denke, und dass die Sprache, an der ich schreibe,
wie andere Leute, die in Deutsch leben. Ich habe zum Beispiel einen Beruf, den als vor 7, 8 Jahren fanatischen Germanist ging, den als Hauptgermanist zu Heidelberg. Aber bei mir, also Französisch, ich finde das ganz gerne. Ja, die hat nämlich Jahre auf ein zweites Wohnung zu Paris. Ja, ich hatte eine lange Wohnung zu Paris und ich verkam im Sarkozy sein Bruder. Wo könnt dann, für uns noch bei den Norwegen zu bleiben, wo könnt ihr Descendance an den Numvogel hier, ja, der Standard? Ja, also der Mann, den sich mit unserem Club da, ich weiß nicht, mich wie niedrig interessiert, ich selber interessiere mich dafür gar nicht. Aber manchmal könnte bei mir in der Lettmer Maps tun. Und er hat mir dann bewiesen, dass das Buch die Vorrolle von Weiler Natur. Bon. Wenn ich dann da gelesen habe, und das ist so, und schon wenig da nachgeguckt, das geht dann rauf bis an 10. Jahrhundert. Und dann habe ich da gedacht, was waren das für Menschen? Und dann bin ich da gefunden an dem Buch, dass die waren spezialisiert an Klöster an der Kirche Raub. Und das hat mich dann encouragiert, zu glauben, dass ich von dort komme. Das waren Banditen eigentlich. Das waren Gangster, ja. Das waren Banditen. Das waren Hooliganen. Hooliganen. Ja. Und da verkaufen sie noch das hier Banditen. Ah ja, das sind ganz oft Banditen, ja, ja. Das gibt es. Gar kein Zweifel. Just nach ein Froh, dir sieht Herr Vogel Wittmann, dir sieht Papp von drei Kanner, die hat 12 Enkelkanner. Ja. Nation von der Familie, Luch, der ist umher oder Leiter ist umher? Nein, gar nicht. Also ich muss da schon sagen, dass ich bin froh, weil die, die mich wenig besser kennen, wissen, dass mein Familiengen nicht stark developiert ist. Ich kann nur nicht wie alle Leute von mir ist bis sowas von meinen Enkelkanner reden. Versteht ihr? Und dann, Herr Vogel, nach dem College, nach dem Cours Supérieur, sind da, wie gesagt, für Droit zu studieren auf Nantes. Ja, ja. Bleiben wir nach einer Blatt beim College, für zu freuen. Wann dir, Robert, Studentenzeit am College, an ob die Professorin, die da do hat, zurückguckt, wie fällt die retrospektive Bilanz aus? Oh, exzellent. Also, ich schon am dem Athenäum, jo, klassisch Etüde gemacht. Und da hatte ich extraordinär Leid. Da war der Jules Prüssen zum Beispiel am Französischen, da nur an der Philosophie, war der Biermann an der Geschichte, war der Leopold Hoffmann an der Literatur, war der Engel an der Literatur. Also das war schon bald, ich ging mir so, mich richtig poppen. Und ich bin den Leuten mein Leben lang dankbar. Und Professor ist für mich noch immer der Beruf, das kann ich ganz klar sagen, ich will nachher mal zu dem, den am wichtigsten aus in einer Gesellschaft, weil er präpariert, ganze Generationen für an einer Sozietät zu evaluieren. Und das ist ein Beruf, den ist extrem wichtig und der muss hochgehalten gehen an einer Gesellschaft. Ich höre mal ein Beispiel, Prüssen, Biermann, Hoffmann, Engel, das wären formidable Menschen. Ich ziehe ihren Haut nach und denen ihre Kuchen. Ne? Also zwei Sachen, nach, wenn wir nach beim College bleiben, soweit ich am Bild sind, Herr Vogel, mit der Aufschaffung vom Latein als Pflichtfach, konnte ich nach bis heute nicht aufhören. Nein, noch gar nicht, weil Latein ist mal als Spruch von der Antiquität. Und wenn wir Latein aufschaffen, dann brechen wir Ton zu der Antiquität. Die Antiquität hat aber potenziell alles das geliefert, was wir developiert haben, vom Jahr 0 bis 0. Das war potenziell schon da enthalten, aber die Griechen nach wie vor stark. Ich weiß nicht, was für Idioten. Aber ich kann verstehen, weil ganz oft die Ministerin, können die oft nicht mehr Minister für sich selber, gell? Ne? Und geht den oft Minister für seine Probleme an den Reihe zu bringen. Ne? Und da geht der Minister zum Beispiel, wenn kann er nicht sterben, da geht der Minister der Education und da schafft den dort auf und da schafft den da. Zum Beispiel habe ich nie verstanden, wie es möglich war, dass er ein Passage-Examen aufschafft.
für Wert, aus vertrauter Ursache. Also der Mensch ist ein zeremoniell gewesen. Der Mensch braucht Initiationen. Am Passage-Examen, dann auf 3. Das war Initiation, was es enger Ära von der Persönlichkeit an einen neuen Rivergang. Das ist psychologisch schon ein ganz wichtiger Faktor. Den Aufnahmeexamen, c'est la même chose. Du gehst von der Primärschule rüber, und das geht du mutierst als Mensch anders. Ne? Und ich verstehe nicht, dass so Sachen aufgeschafft sind vom Minister der Education, die also keine Ahnung hatten von der Wurzel vom Mensch. Was der Mensch ist. Der Mensch ist ein bleibendes zeremoniell gewesen. Wenn ich zum Beispiel etwas zu tun hätte, ging Latein obligatorisch Fach gehen für verschiedene Berufe, wie zum Beispiel ein Affekot schwätzt an einem römischen Spruch. Gell? Der ganze Code Civil ist ein römischer Spruch, franzisiert. Die Leute, die kein Latein gemacht haben, können keine Exkursion etymologisch machen. Sie können nicht so und da, ja, und so viel. Können das nicht so, sind auf der Überfläche von der Sache. Und wenn ich Stagiären hatte, die Latein gemacht haben, und ich hatte auch noch die Kinder gemacht haben, und ich immer eine Präferenz gehabt für die, die Latein gemacht hat. So kommt es an. Und so wie ich kenne, wie gesagt, wenn dir etwas zu sagen hat, da gibt Latein im angefeuert, in der Schule. Selbstverständlich. Und die ältere Versammlung, Vereinigung, die aufgeschafft. Ja, die ging aufgeschafft, gehen aus dem ganz einfachen. Also, ich will zwei Sachen sagen. Ich war also ein Pap, der war sui generis. En ce sens, dass ich mich kaum für die Education scolaire für mich kann interessiert. Manchmal wusste ich nicht richtig, ob es ums Hetjem oder ums Sisjem und so. Aber meine Frau hat das meisterhaft gemerkt. Ganz meisterhaft gemerkt. Also könnte ich wohl feststellen, dass ich nie an eine Elternversammlung gegangen bin. Ne? Zweitens, wenn ich mich dafür interessiert hätte, wäre ich noch nicht dahin gegangen. Weil Professoren, die haben als Mission, das zu machen. Und die Eltern sollen sich nicht um das bekümmern. Und du hast an der älteren Vereinigung zwei Kategorien von Eltern. Die Einkommen sollen sich an der Qualität intellektuell von ihrem Kanto von sie so, ich und die gemacht. ich und die gemacht. Und da kommen all die anderen, das sind die, die nicht so gut wegkommen sind, da sind dann Professoren Arschlöcher, weil das sind hier Kanner, an die und die auch gemerkt, an die wären nicht ernst wie sie, wichtig. Ne? Das ist also der ganze Blödsinn von der älteren Verein. Auf den Kurten, Herr Enkeier, Maître Vogel, als es nicht auch, so wie ich kenne, Rhetorik, l'art de bien parler, die Kunst der Beredsamkeit, weil das ist ja aber eher ein ureigenen Domain, an dem die nützlich los sind, also nicht doch die Rhetorik, die ich zum Affekot bräuchte. Aber ich habe schon, wie ich nach am 3. oder 4. Schuljahr war, da habe ich dann schon so Predigte gehalten, auf so einem 2. Tagessinn, ne? Mein Eltern dann hat so nur gelauscht, dass die quatscht. Ne? Aber ich hatte aber immer Lust, so Rhetorik zu machen. Vierter haben eine magische Kraft. Ne? Eine magische Kraft. Und wenn es Vierter willst manipulieren, ne? Und du weißt auch, dass das Silence zwischen den Wirder wesentlich ist. Weil die Menschen können ja nicht schwätzen. Die machen ja nie Silence. Ne? Du hast immer die Impression, was denen sich doppelt für fertig zu gehen. Ne? Für was? Weil ein froh ist von drüber. Ist, ne? Und dann hast du nicht zwischen den Wirder. Ne? Das ist kein Silence, das ist kein Mensch, der noch darüber nur lacht. Das ist ja nicht möglich. Ne? Dafür die Rhetorik, als ob es das total negligiert. Aber wenn ich dann manchmal den Déplaisir, ne, Television von der Chambre, mein Gott, na, Boge moi, ne, Boge. Eventuell umgericht doch, wenn man von Rhetorik schwätzt. Ja, das ist gut nicht. Aber da könnt bei umgericht, könnt ihr besonders dabei, das ist noch viel mehr schlimm, das ist der Kitsch von Nafgott. Du hast ja auf der Kurten, die haben ein Oder vom Kitsch, die ist ja so
stark developiert, dass es denkt, nicht gut geht für eine Nutzwasch, da gehst du doch direkt vor. 1961, Herr Vogel, war dir Präsident, du hattest meine schon gerade gedeiht, von der Assos ja. Loszulaufen, die eure Paffen. Ja, ja, also, ich wollte dich da fragen, wie hat eigentlich den antiklerikalen Virus sich gepasst? Ja, der antiklerikale Virus ist nicht das richtig Wort. Ich, also, ich bin kein Atheist, ich bin Agnostik. Das ist ja viel mehr schlimm wie Atheist. Ein Atheist ist ja den, der ja negativ schon mit Gott kämpft. Ne? Ich hatte einen Kollegen um Barrow, das war der Gremlin, den, das war ein negativer Theist. Ne? Nur wenn den Kruzifixen am Saal, ne, den immer mit so einem Regard und Blick geguckt, ich dachte, was tut der mit dem Kerl? Ne? Das ist ganz bizarr. Ne? Aber ein Agnostiker, das ist dem, der ja nicht weiß. Ne? Was für sich fährt, aus nahe, für sich gut nahe. Ne? Und dann habe ich mich mit Nietzsche Menschliches als Menschliches empfand. Im Anfang war der Unsinn. Und der Unsinn war bei Gott und Gott war der Unsinn. Christentum, das war etwas, das tut mir ganz frei Eczema genannt gehabt. Ne? Ganz frei. Und zwar kennt das dadurch, weil der göttliche Club da, und ich immer ganz bizarr von schon frei, ne? Der Pop, ne? Der ja im Alten Testament eine Rolle von einer Violence spielt, die ja nicht zu übertreffen ist, ne? Vengeur, violent, ne? Und da kennt ein Mann, ne? Ja, und dann hat der Mann lebt immer eine Seemaschine dort die ganze Zeit. Und da kennt von Zeit zu Zeit kennt der Pigeon geflogen. Das sind Sachen, aber, das ist schwer zu verstehen, ne? Schwer zu verstehen. Also, dafür ist noch das froh, weil ob die vielen Bücher, Herr Vogel, die dir geschrieben wird, kommen wir nach. Eins von denen Bücher, just in diesem Kontext, eins von denen Bücher heißt Pour Jésus, le parent pauvre du christianisme. Ja, aber das kennt ihr durch, weil Jesus am Christentum keine Rolle spielt. Rolle spielt am Christentum der Paulus. Der Paulus ist den, den die Religion gemacht hat, an den aus dem Jesus Christus gemacht hat, das heißt ein Gesalbten, ein König gemacht hat. Ne? Das heißt, mit dem politischen Element herabbricht, was Christentum seitdem bewegt. Der Jesus an sich, ich weiß ja nicht, ob der Mann ging oder nicht ging, so wie er beschrieben hat, das ist ja nicht unsympathisch. Ne? Er lebt immer durch den Ölbier, oben mit ein paar Leuten von drin, so dass den Anatole France, ein Prokurateur de Judée, hat ein wunderbares Porträt von ihm gemacht. Der Pontius Pilatus hat Pension, ne? Er war zu Rom. Und dann war sein Schreiber, den war terribel froh mit den jüdischen Frauen, nicht immer so extrem schief. Ne? Und da sieht Pontius zum Haar ab mit dem Blödsinn, immer von den Frauen da zu schwatzen, wie waren die war frustriert. Ne? Und dann hat dann immer so weiter monologiert, ohne überhaupt nicht mehr nutzen lassen, dass den einer gesucht wird. Und dann hat er geschwärzt von den feierlichen Blicken, von den formidablen Jüdischen. Und die sagten immer, man kann sich da nicht erinnern, da guffet der eh, ne, den hast du immer die Birche raufgekommen. Und Hanrun war da so ein wunderbarer Feind, mit dem war er immer gut an zu führen. Wie hat den Welt schon geheischt? Jesus hat sie genannt. Und das Weib, da war so Magdalena oder so. Oh, so, du musst dich doch an den erinnern, so zum Pontius Pilatus. Wie nennst du das? Den schon noch nie gehört. Das war der wunderbare Text von dem Anatole France, Le Procurateur de Judée. Geschrieben in einem Französisch. Incroyablement bien fait. Und du wieder, wie dir lo von sich mit deinem Diplom als Doktor en droit an der Tasche, ja. Ob plötzlich, wo ich zurückkomme, wie war von dem Moment nun Ihre berufliche Weh bis zu dem Moment, wo ich an Ihrer eigenen Etude etabliert? Ja, also die berufliche Weh, die war ganz douloureux, also das folgendermaßen ging. Ich war zu Nancy auf der Universität und da war ich estimiert von meinen Profen, besonders von dem Rektor, das war der Roblo, das war ein ganz bedeutender Prof am Droit Commercial. Und Robert Krebs, den hat Kuregin zu Nantes, Droit luxembourgeois complémentaire,
weil Lützeburg hier immer so extra Sachen hat, neben dem Französischen, das tut hier dann durchsinniert. Und er hat gesagt, sprecht ihn für mir zu helfen, nicht mal Politik und so. Und er hat dann der Roblo mit den Klängen hier süd da hinten, den kann die ja vermähnen. Also ich rekommandiere nicht den so. Da sind ich da bei denen an die Tüte gekommen. Und da habe ich geschafft, aber wirklich 18 Stunden da, für Wert aus Höpfringhose. Ich habe hier eine Politik gemacht, ich habe expropriiert die Kirchspiel. Ich habe expropriiert Route du Vin. Ich habe expropriiert die Burgard. Mein größter Patron des Stage war mein Adversaire. Und ich hatte exzellente Adversaire. Den Alex Bon, den Tony Beaver, den Georges Marc, den ich immer ganz sicher appreciiert und ob schon in 180 Grad gerade sagt. Das ist ja nicht wichtig, sie auch kein manichäischer Mensch. Das waren die Leute. Ich habe da verdient für die 18 Stunden damals 4.000 Franken. Unser Loyer war 4.500. So dass meine Frau hat mich ein Butter schaffen gehen, für dass wir überhaupt über die Tronne kommt sind. Und da habe ich gemerkt, was das sozialistisch gleich ist. Und, Charité, Sozialismus, so, ne? Humanismus, Sozialismus. Und das hat dann eine lange Zeit so gedauert, bis ich dann am Moment da nicht zum Gesund tun lasse, ich kann das doch nicht mehr so weitermachen, wir verdienen ja nicht und so, wir schaffen uns dort. Ich hatte schon mal Schwieren developiert von, du hättest mal 500 Franken Bargain, da hatte mal 5000 Franken, eigentlich während nach 3 Jahren. Das war schon eine ganz schlechte Zeit, aber ich bin aber kaum froh über die Zeit, weil die Zeit habe ich enorm geschafft und ich habe mich ein bisschen enorm vorbereitet mit exzellenten auf der Kunden auf der anderen Seite. Und dann, Herr Vogel, sind dann 1962, Sie der Umbaro, und am Jahr 2010 kommen an den Edition Guy Binsfeld ein Buch von ich raus, das damals angeschlagen wird wie ein Bomb, ich weiß nicht, auch an Kamera, bis heute ein absoluter Bestseller, mit der Überschrift Dans la tourmente judiciaire, de 1962 à ce jour, Grandeur et misère au Temple de Thémis. Herr Vogel, entre parenthèses, Eisentemple de Thémis, die neue Cité judiciaire, hast du noch ihrem Goût? Ah, absolument gut, nicht. Muss ich gucken gehen. Das Ganze lamentabel gemacht. Zum Beispiel, die Untersuchungsrichter sitzen da regelrecht wie eine Sardineköchten. Das ist alles, dass sie dich nicht auf die Schoß holen für die Instruktion von der Affärtsmann. Das sind 2 Meter auf 2 Meter Karre. Dann ist der andere Seil, die sind enorm groß, ne? Mit so Bullen, die da sind für die Schundzahl, wenn sie nervös machen. So wenig drin, Trivels da fahren, Bullen auf. Und andererseits sind sie klein und so viel. Das ist alles ganz blöd gemacht. Und das kahl und das glacial und das eben wie das. Und dann los, kommen also nach hier auf Buchlo ein bisschen zu schwätzen, für ob der Begriff hervorragend von der Tourmente zurückzukommen. Froh, ist die Welt am Wiesen von der Santa Justitia dem noch so etwas wie ein Tempête, Soudaine et Violente? Ah, das ist die Definition von Tourmente. Ja, also ich. Ich habe 53 Jahre Baro und ich hasse nicht mehr wie die Justiz. Ich hasse die Justiz, weil es keine Justiz gibt. Das geht nicht. Das geht ein Jeu. Das geht ein Jeu. Mehr nicht. Ein Jeu. Und an dem Jeu ist ein Mensch, der an der Diagonale steht. Und den sich muss verantworten für ein Point de Cassure. Und die Point de Cassure, die sie für ihn frei, ne? Wir sind alle selten, so wir wissen nicht wenig, mehr unser Point de Cassure ist. Wenn den dann da an der Median da steht, und er geht von oben auf, tanziert. Und dann sitzen Padouen und Journalisten und so, da geht der Mann ja zu tiefst blessiert. Und da gehen die Leute, die kommen nie aus den Blessuren raus. Zum Beispiel ein Block Operatoire, das wahrscheinlich mit allen Risiken, die er bedient, mehr supportabel wie das, was wir als Block Operatoire im Tribunal. Zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Affäre,
Da hatte ich einen Mann zu verteidigen, der ein ganz agréablen, ordentlicher Mensch war, den eben sein Point de Chute hat, ne? An den dann sich ein bisschen verteidigen für der Assistenz, die dann da ist, da sie Voyeuren, die haben das ganz gern, was mir blutig war, zu tiefer Hund, ne? Voilà. Und dann geht ihn da tensioniert, dann geht ihn so, Schmidt kommt drauf, dass man erstens nicht der Schmidt ist, der Herr Schmidt. Ne? Zweitens hat der Mann dann sein Hemd immer an der Tasche. Ne? Dann hat der Präsident gesagt, hol die Hemd aus der Tasche. Sie gesagt, hält sie nicht aus der Tasche. Das ist das Einzige, was der Mann bleibt, als für sich für an dem Saalheim überhaupt nach eins zu gehen. Ne? Du hörst den Sitzung suspendieren und gesagt, in einer halben Stunde kommen wir und dann hört ein Tann aus der Tasche. Und in einer halben Stunde rumkommen und ich gesagt, dann hält sie nicht aus der Tasche. Voilà, nicht, das Justiz, das ist nicht menschlich. Das ist nicht gut. Sehr tremove. Der Schwätzte von der Justiz an von Haas. Mal nicht Haas, liebe Wiener. Nein, ich schon wieder Haas. Ich finde, Haas, da ging ich ja irgendwie nach ein gewisses Leif tun, weil Haas lief, das ist ja nicht so weit auseinander. Ich ganz dubbelang, indifferent, aber ganz kritisch, extrem kritisch. Ich lasse nicht gerne etwas zu. Und ich fand, dass ich besonders bei der Justiz extrem kritisch muss sein, weil der Bürger findet ja im Tribunal den einzigen Havre Reparateur oder Salvateur, wenn ihm etwas geschieht. Also muss ich können da hingehen, en toute confiance. Und nicht en méfiance oder schon fährten, geschieht ein Neige oder das, was ein geschieht, das ist nicht richtig. Dadurch ergreife ich zum Beispiel permanent, und da ging ich mich nicht, bis eine Lösung von das. Greife ich die Tatsache, dass man heute eine Justiz tribalisiert. Das ist dann einer wieder. Wir haben eine ganze Gruppe Magistraten, die sie bestimmt mal dafür konnten. Das ist eine Sauerei. Das kann nicht sein, weil nämlich von den zwei sich begegnen. Da schwätzen sie über die Affäre, weil sowieso, ne, das ist hier das Gespräch. Ne. Erwart schwätzen sie da. Erwart, wo Telefone laufen da. Das alles echappiert mir und ich bin ein absoluter Feind von der Situation an die püliert und geht immer mehr, die einen sind mit mir bestört, die anderen konkubieren, die anderen pannen von Zeit zu Zeit zu. Das ist eine Atmosphäre, die ist inadmissibel. Insupportable. Bei den Experten ist es ähnlich. Die Experten, die schon zum Beispiel les accidents de route, gell? Da hörst du dann schwierig Fall, dann geht zum Beispiel bei großen Blessuren, gehen die Experten Medico und die Experten Kalkulateur genannt. Aber wir sind die Leute. Man ist so, dass wenn es der Experte ist, das ist ja schon mal eine Dokumentation, dass du für nicht viel anderes gebrauchen musst. Das ist so. Und dann kennt dabei, besonders, dass die meisten Experten ja dann noch nachschaffen für Kompanie d'Assurance. Also haben sie nicht Independence für ihr Arbeitszimmer. Aber die Kalkulatoren, das sind dann verkotten, die, wenn sie plädieren für eine Assurance, aufpassen müssen, dass sie nicht so gentil mit der Victime sind, so sind Assurance. Ja, wenn die so sind, dann können wir keine Affäre mehr. Das ist alles verschossen. Und ich weiß nicht, wie ihn das kann ändern. Also haben wir Justizminister de Braas. De Braas weiß gut nicht, de Braas versteht nicht von den Problemen. Ich weiß nicht, was de Braas hier gelehrt hat, etwas gelehrt, non, c'est rien. Aber etwas werde ich ganz sicher wissen, dass er nicht davon versteht. Ne? Voilà. Und dann müsst ihr alles das misskennen gehen. Ne? Wie der Gibérien sich abgesagt hat, man singt durch, sie sind alle zwei gewirkt. Durch den ist es gut. Es muss noch so Solutionen helfen gehen. Weil es geht nicht, dass ein Magistrat mit einem Aufgrund bestört, dass das ein Abbruch an der Intimität von der Justiz von Aufgrund an ihm gedreht. Na, moyens da plädierst gegen den Affekot, nur ist die Beschuldigung der Magistratin,
dann hast du einen diffizilen Moment, ne? Und da greifst du den um, ne? Und damit es könnte man seiner Frau zusammen, seine Frau siegiert um 3 Jahre an einer Affäre, an der ich dann noch Sinn, zum Beispiel, hier natürlich nicht, das ist selbstverständlich, mit dann haben sie im Zwiebelbau anstatt Schallfisch und sie Vogel gefriert. An der Kiste um 3 Jahre. Maître, ein ganz einfach vor. Muss ein für Affekot gemacht sein? Muss ein den Affekot an der Panzer, das geht nicht? Es gibt ganz wenig Affekot. Es gibt enorm viele Juristen, die ganz wenig Affekot. Wenn ich mich den Affekot für mich an einer heikler Affäre zu verteidigen, dann hätte ich bei 1700 angeschriebenen sogenannten Affekoten, ging ich vielleicht 10 Affekot davon. Mein nicht, das ist ein Beruf mehr am etymologischen Sinn vom Wort. Und da geht es ja bei den Affekoten, genau wie bei den Doktoren, Generalisten, hervorragende Spezialisten, was sind oder was vorhin oder sind er? Oh, ich schon Droit Civil, und Droit Penal, und Droit Administrativ, das sind die drei. Droit du Travail, feier so Sparten. Freier, als haben wir gesagt, gegen die Schädigung. Oh, das ist Quatsch. Quatsch. Das ist Droit Civil, das ist Kollateral, das gehört zum Droit Civil. Das geht ja Schädigungsspezialist, das ist so Blödsinn. Und dann, wenn dir ich nur einen Muggelkloten Sänger unholt, dir verdedigt den nur früh geriecht, wisst dir, um die Daten natürlich zu sagen, was du gemacht hast, dann noch beschuldigt, also noch nicht wisst ihr das? Ja, also die Frau, die geht immer gestalt, das ist ja nur ein Aspekt von der Afghoterei. Das ist den Aspekt final. Ne? Es gibt ja den Aspekt administrativ, du stellst die Frau, es ist ein Aspekt zivil, du stellst dich nicht. Das ist ein Droit penal, wenn sie stellt. Du hast au départ, also für kurz, du schwach, ein Mandat umzuholen oder nicht umzuholen. Ne? Zum Beispiel, ich höre systematisch folgendes Mandat nicht tun. Cambriolage, meine ich nicht. Für Wartfälle der Violas von der Intimität von daheim, Leute, die Cambriolage an Rundsichern, das ist das absolut Schlimmste, was das geht. Die sind ja nicht mehr bei sich. Da waren Sektträger da bannen, die haben alles durchfüllt, alles durch. Da kann ich einfach nicht mitmachen. Eine Wolle an der Armee kann ich nicht mitmachen. Eine krapulöse Wolle, wo einen ausstellt, einen Dutz zu machen, für finanzielle Sachen zu arrangieren. No. Egal, was man auf dem Tisch steht, meine ich nicht. Das sind eben Sachen, die ihn nicht mischt. Und dann gehen da noch Penalaffären. Bon, da muss aber eine gewisse Sympathie sein zwischen dem Afghan und dem Delinquent, weil die Daten geht doch nicht richtig. Voilà, das wäre nämlich just die nächste Frage gewesen. Und zwar muss zwischen dem Affekot als einem Klient so gut, wenn ein Verbrecher wie eine Vertrauensbasis bestimmt. Irgendwie, ja. Kein großes Amitié, bien entendu. Ne? Eine gewisse Sympathie vielleicht, ja, ich weiß nicht. Das ist das extraordinär. Ne? Ein Kriminal ist ja nicht nur ein Kriminal. Ne? Das ist auch ein Aspekt immer an den Kriminalen. Du hast ganz oft an dem Kriminal, da hast du die Impression, dass ich immer noch kein so schlechter Kerl. Ne? Voilà, also so manichäisch kann ich nicht sein, kann ich nicht Charcuterie machen mit den Menschen, ne? Global. Ne? Ja. Und dann noch ein gewonnener Affair. Möchte die in Frau mit Satisfaktion froh? Denk davon auf, wenn ich die Impression im Telefon wäre zu euch gehen, dann hätte ich natürlich Rosenberg gesagt. An einer Affair, die ihn auch mal verlegt, geht ihn dann ein bisschen Rose. Ja, natürlich geht die Rose, besonders wenn nicht gut motiviert ist. Aber wenn eine Affäre, die verloren hast, ging dort noch eher wie billig, oder nicht? Der bist das dieselbe. Ja. Der bist das dieselbe. Gibt es doch hervorragende Affäre, bei denen ineffektiv, als er Code von Anfang an die kannst du nicht gewinnen. Ja, aber du brauchst das schon nicht hinzuhören. Du musst den Mann so in die Affäre dachten hast. Ja. Und wenn du die Affäre aber willst machen, dann kostet du dich Geld. Und ich will das Geld nicht. Das meine ich systematisch. An der Woche. 3, 4 Mal, da ist zwang so, mir er affair, dachtnach, bring kein Affekot, bring kein Suche bei der Affekot. Ich kann nicht das helfen. Das ist aber eine moralische Pflicht. Können dir ein Zoll nennen, Herr Vogel, wenn ich mich frage, wie viele Prozesse da dir bis heute gibt? Wir haben die letzte Woche den 71.570. Prozess archiviert.
Und waren noch mal, was den so nennt, glittig Eisen dabei? Ja, ganz glittig Eisen. Ne? Wie zum Beispiel die Affäre du siècle, die Affäre Augs, war ja ein glittig Sache. Ne? Und da war ein ganz glittig Sache, war ja die Affäre von der Bauernzentrale, die war ja auch ganz glittig. Ne? Das war ja nicht einfach. Ne? Und nur Richter zu sein oder Prokureur, das wäre es nicht. Ja, ich bin nicht arrogant genug für das zu machen. Herr Vogel, wie erklärt ihr euch selber, wie erklärt ihr euch eine außergewöhnliche Renommé als Advokat? Also ich meine, Sie fährt mir alle gut mit der Sainte Colère, der Heilige Roserei. Ja, aber also ich... Oder? Ich bin mit Energie für den, den länger sind, den sie alt sind, das stand für die Bärfrau. Für das Kapitel aufzuschließen, ich will ich nur zitieren, Herr Vogel, weil, wie gesagt, nie hatte so ein Buch wie das. Das heißt zu Lützeburger Succes Fu. An dem Buch da schreibt ihr, dass für ihre 4 Jahre rauskommt, das Buch. Für ihre 4 Jahre, an der Postfass, da schreibt ihr, ich zitiere nicht, je vis dans cette tourmente depuis presque un demi-siècle. L'adrénaline coulait et coule à flot. L'avocat a une vie difficile. Il est la plupart du temps seul. Et les autres sont tous. Ja. Il n'a somme toute que des adversaires. Son propre client qui voit tout en rose, alors que les horizons sont lourds de tempêtes. L'adversaire proprement dit, le procureur d'État, le magistrat et parfois la presse. En d'autres termes, l'avantage est que cette incessante contradiction fait que le cerveau reste jeune et aguerri, et que tout cela lui est permis de fêter récemment 72 ans d'adolescence. Ja, c'est ganz wichtig. Donc, on va y mettre une lettre pour votre taille, vous betrifft. Ja. La tourmente, dans la tourmente judiciaire, a stat also juristisch testament von einem Jüngling. Nee, weil du noch in Romana grausam geht die Geschichte in Remis dabei. Das ist kein Testament. Das ist ein Point. Einfach so. Und dann lassen wir, Maître Vogel, lassen wir den Bummel jetzt für den Schluss von unserem Gespräch. Ja, kommen wir für drun. Pardon, da hatte ich bald gesagt, ob mir wichtig Sachen zu schwätzen, weil nicht der vom Affekot hat der Gaston Vogel nach einem Zweitseil an seiner Brust, der vom Erudit, vom Homme de Lettres, was Bildung, Wissen und Kultur betrifft. Das behaupte nicht, da gibt es wenig Leid, Herr Vogel, von ihrem Schlag, an nicht zu vergessen. Er jahrelang Konferenzen am College, Sendungen am Radio, für und allem auch er wirkt als Schriftsteller. Wenn ihr nachgucken geht, Herr Vogel, da von den Titeln von über 50 bicherer Publikationen, die dir geschrieben hat, rausbrücht hat. Engerseits, einen großen Teil Fachliteratur, aber auch was Belletristik betrifft, hundert anderen Bücher wie L'essence précieuse dans l'œuvre de Marcel Proust, La vie des saints, Réflexion sur la tolérance sous l'angle de la pensée d'Orient et d'Occident, pour Nietzsche, le bouddhisme, le pâturage l'an 2000, l'épilepsie dans l'œuvre de Dostoïevski. Längmengen nicht des Titel, weiß ich ja schon, eine Präferenz für bestimmte Themen oder Gebiete. Wo hier beispielsweise, Herr Vogel, könnt die groß vielleicht für alles oder für vieles, was Asiatisch was, Orientalisch was bei euch? Ja, also du hast Explikation, ja. Wie ich am College war, du hattest mich gesteuert, dass der Akropolis praktisch dann von der Zivilisation war. Da hat er gar nicht gelehrt gegenüber China. Da hat er gar nicht gewohnt gegenüber Indien. Da hat er gar nicht gewohnt gegenüber Zentralasien. Buddhismus kann ich nicht. Taoismus kann ich nicht. Konfuzianismus? Nein. Wie wann hat er der Akropol nicht mehr Idioten gelebt? Und mein Drift war immer, hat er die Akropolis zu gehen und da weiter zu marschieren und so viel. Und da bin ich dann an den Kontakt gekommen mit der chinesischen Zivilisation, die ich persönlich als ein von den pürsten konsideriere, die es kauft, nicht wie China eben, auch das, aber ich meine, dass Mandarin China an der Handzeit wird eine fantastische
Zivilisation ist. Ich habe mich dann noch da ganz viel allein beschäftigt. Und ich habe noch einen Moment eine von den größten Kollektionen von chinesischer Kunst, aber nicht Kunst von Haut oder Kunst von 400 pro Natur, Kunst, die über 1000 oder über 2000 Jahre alles. Ne? Das ist eben meine Spezialität. Und der letzte Jahr Staat wollte ich dann eine Ausstellung machen mit all den Sachen und du nicht davon, dass das nicht unbedingt notwendig wäre. Ne? Und dann, Herr Vogel, ganz kurz, nämlich Stichwort Musik. Wollt ihr dazu was zu sagen? Ja, ich bin ein ganz großer Freund von Bach. Ne? Bach ist für mich ein Vulkan. Ne? Und ich Konzerte lausche für Clavecin. Ne? Das ist du Jazz avant la lettre. Ne? 300 Jahre für den Jazz. Ne? Dann bin ich ein absoluter Fan von Brahms, ne? Vom Skriabin. Ne? Vom Chopin, ich bin nämlich ein Freund vom Piano. Ne? Ich habe Piano schrecklich gern. Ich habe selber Piano gelehrt spielen. Aber wenn ich ein Piano touchiere, leider Gottes meine ich das ganz schlecht. Ich kann das nicht ordentlich machen. Aber wenn ich aber schon einmal ein Kind touchiere und die Song kennt, ne? Ist ja kosmisch. Die Song ist kosmisch. Und participieren in der Magie du Mot, das ist das selbe. Das ist extraordinär. Da könnte ich mich an so einem Song boden von der Welt. Und dann, Herr Vogel, lo Lützeburger Kultur oder Kunst, Malerei, Literatur, als das Mann wäre bei ihr? Ja, das ist so mal bei ihr, ja. Ich habe eine Vergangenheit, da gehen nicht so gut Leute, ne? Wie der Greich, das ist ein wunderbarer Mann, der Revenue und so, dann ist Kolz, aber ich selber bin lo nicht so daran interessiert. Herr Vogel, an einem Brief und Frau von Stein schreibt Goethe, Zitat, jedes Jahrhundert strebt nach seiner Art ins Säkulum. Geht es für euch ein Jahrhundert, das in all den anderen raussticht? Ja, das ist 15. Jahrhundert. 15. Jahrhundert, das meine ich seit dem Jahr Null, das beste Jahrhundert für die Menschheit hat, weil das die erste Globalisation. Ne? Ich erkläre mich. Du hast einerseits den Gutenberg, ne, den 1455 Bibel Mazarin typografisch macht, da das Buch aus dem Manuskript raus und hat für uns sich ganz Welt durch eben das, was der Gutenberg fand, von der Schrift hier. Dann hast du auf der anderen Seite hast, den Gutenberg, den Kopernikus, den zwar wenig mehr spät, wie 1514, eine enorme Revolution angelegt hat, die Revolution Kopernikienne, und abgehandelt mit dem Unfug, den testamentarischen Unfug von der Sonne, die rund um die Erde kreist, etc. Und den hat der juste Contraire rausgefunden, an einen propulsierten Mensch, an einen Point X, das ist ein Inconnu ran. Da kriegt die Philosophie ein ganz neue Basis. Dann könnte das Jahr 1453, das ist ein elementaren Datum, wo der Mehmet den zweiten Konstantinopel angeholt wird, wo dann die ganz großen Wirker von Platon, Aristoteles, die am Fungehol an einer Editio Princeps waren, zurückkommen auf Venedig, und vom Aldo Manucci als neue Bücher rauskommt, sind nicht mehr violiert, wie München das gemacht hatten. Die Jungen für den nehmen sie alles da rausgeholt und was ihnen arrangiert. Dann hast du die Naissance vom Luther mit all dem, was das komportiert, 1483. 1453, als par conséquent auch, es ging so um den zweiten Départ von der Renaissance, den ersten Départ gesehen ich immer beim Friedrich II. Von Hohenstaufen, das sind 200 Jahre für drin. Und dann hast du den Kolumbus, ne, der ein ganz neues Territoire findet, ne, und Juden, die malheureusement 1492 von dem Fundamentalismus katholik rausgeworfen sind aus Spanien und aus Portugal und dann assimilieren und dann, weil Juden mit der extraordinären Kultur, die sie haben, ja am Fond geholt, enorm viel beigetragen zu unserer Zivilisation. Ne?
Wie sieht denn Dostoevsky immer, die Hauptcharakteristik von Menschen als L'Ingratitude. Die ist immer an der Gratitude. Die Menschen sind eine Ingratitude. Aber wenn es einen muss merci sagen, das ist schon kein gute Sache, weil dann den da oder den anderen kennt, wo es nicht gegen die Vengeance ist. Gegen Juden als eine Vengeance entstanden, die hier das Gleiche sich. Dann entsteht doch am 15. Jahrhundert Bibliothèque Nationale de France, ne, das ist auch nicht unerheblich. Das ist also für mich das Jahrhundert, an dem ich ganz gerne lebe. Ich lebe noch dran an all die, die mich können widersprechen, sind tot. Finde Renke ja kurz, Herr Vogel, ob Schreiben zurückzukommen, die feiert auch Tag für Tag, vor Jahren lang, ein ausfeierliches Journal, Tagebuch. Als das gedurcht, tun ich mir abgeschrieben, als ein Zucht Befreiungsschlag aus den empirischen Kloaken vom mündlichen Alltag. Nein, das ist auch hier ein Exerzis der Grammar in der Stil Français. Und ich fand, das muss ich in Alltag machen, wenn ich einen Spruch kenne, muss ich sie kultivieren. Weil in die Sprache nicht kultiviert, all der, an dem ich schreibe, dann geht es in den Krebsgang. Und auf der anderen Seite, also den Inventar von den Momenten, die wie Wolken verfliehen und die ganz rapid muss holen, so sind sie fort. Und dann die Momente niederschreiben an einem Stil, den eben soigniert muss. Dafür habe ich schon, wissen Sie, 5 Meter Kalpen geschrieben, ja. Und dann, Herr Vogel, da sind wir mit all ihren Aktivitäten, Beschäftigungen, nach langem nicht um. Ich so, und heute nehmen drei, Herr Vogel, drei Begriffe, die auch irgendwie mit mir zusammenhängen. Ich betreffend Reisen, ihr kennt ganz Welt, Sammeln, Ertausere Etude, das sind die reinsten Museen, am Fotografieren. Ja, Fotografieren, das ist etwas ganz Formidables, weil mit der Fotografie gehst du zum den Jursch, natürlich, du kriegst göttliche Qualitäten, du hältst nämlich ein Objekt aus der Zeit raus. Das ist formidabel. Du figierst ein Objekt, du hältst ihn raus und er bleibt. Wenn es nur wissenschaftlich möglich wäre, dass das 5 Millionen Jahre ging, dann hast du ein Objekt nach nur 5 Millionen an der Situation, die du hast, wo du den Gras bleibst. Voilà. Und dann hast du das Fotografieren einen anderen immensen Aspekt, dann hast du den, augmenté la faculté de percevoir le divers. Das ist ein anderer, wie der Trichesse von der Banalität gesehen. Ein Ekorz von einem Baum, ne? Die meisten Kinder da lang, aber das ist ja voller Landschaft, das ist ja voller Poesie. Und für das zu fotografieren, zu verewigen, groß zu machen, dann für uns zu denken, darüber nachzudenken, das ist incroyable, das ist ganz schön. Und da sind ich ein großer Fan von Steng, Mineralogie. Und da will ich immerhin den Entretien über den Dante vom Ossip Mandelstamm zitieren: La Pierre est un journal impressionniste du temps, avec ses notes thésaurisées par des millions d'intempéries. Elle est ainsi la lampe d'Aladin qui pénètre les ténèbres géologiques des temps à venir. Das ist etwas Formidables. Ich schon die Mineralien, die sind 250 Millionen Jahre. Wenn ihr die touchiert, dann wissen wie idiotisch die Nation zeigt. Das hat der Mensch ja auch von Zeit, gell? Das haben den Stress von der Zeit gesagt. Zeit geht es nicht. Hm? Ich bin an meiner Etude, steht neben meinem Büro, ein Baumstamm aus Sumatra, der nur 250 Millionen Jahre. Also ein Genuss für Tante, um zu sehen und zu wissen, ich bin immer da. Das ist also Zeit, das ist eine Annulation von der Zeit. Und da frage ich mich, Lo, Herr Vogel, auf dieser Platz vom Gespräch, wenn ich dir das, wo wir noch drüber geschwärzt haben, alles macht, auch für dich heute schon da, aber nur mit 24 Stunden, hallo, kriege ich aber die wo bleibt dann überhaupt Zeit für den Bummel leer? Herr Vogel. Ja, ja, Zeit, Zeit, Zeit. Die, also, ich meine so, ne, für verschiedene Leute sind 60 Sekunden ähnlich wie für andere. Ne? 60 Sekunden sind zum Beispiel für mich eine relativ lange Zeit.
Das ist in einer Wirde, ich kann in 60 Sekunden schon manches schreiben, manches denken und so. Und wenn ich Zeit, die ich auch nicht gehe, und die ihn dann eben muss gerieren, weil die hast ja du. Aber wenn ich Zeit da gut geriert, da bleibt Zeit für viele andere Sachen. Ich kann nicht an enger Spacht leben, das geht nicht. Ich muss ganz viel rundherum. Geht da wenig Klo, wie ich tue, für das alles? Ja, ich schlafe hier praktisch nur in 3 oder 4 Stunden, das geht schon largement durch. Das geht schon largement durch und das könnte vielleicht im Moment, wo ich da denke, regrettieren, aber ich kann sowieso nichts machen, da ging, weil sobald ich mich hinlehne, da fängt der Kaleidoskop an zu drehen und den hat man abgeschnitten. Und dann ist das so und dann manchmal dann hält man ab und dann fängt man den Mund und so. Also wenn ich mich lohne dir in der Bummel leer, da sind das Lohn mehr wie 150 Verhandlungen. 147 stehe ich halt, ne? 147 stehe ich, muss multiplizieren mit 3,5 Stunden, ne? Das ist all mit das. Meines meine ich mit normalen Sachen. Die meisten meinen, die hat ja gut keine Zeit mehr für einen Besatz. Man duieren sie sich, die Meinen, also lange Meinen, ne? Und wie das bei mir immer Zeit ganz frei ist, so, bis 1 Uhr, dann ist es morgen ganz lang. Dann meine ich vor der Nacht wieder, und damit ist es dann 4 Tage lang der Scheiß von Bummel. Behalte dir noch den klugen Blick. Ja, also du empfinde ich folgendermaßen. An der Memoire von Paris aus dem Jahr 1778, ne? Es gibt am Eloge für die Linie folgendes gesagt. Il avait cette force de tête nécessaire pour rassembler des faits épars et ne former qu'une grande vérité d'une foule de vérités isolées. Das, das, was man muss machen, all da muss man eine Force für an einem Magma, an einem Gravat et des Combres, das ein Möscht zum Parrain, für Punkt rauszuholen, an das zusammenzubauen wie ein Puzzle, ne, den aber nicht ganz genau abgeht, weil nicht mehr geliebt geht, von mir ins Besuch, da geht ja gelungen, ne, und du spielst ja die ganze Zeit, da sieht's hier, Madame sieht immer, ja, was ist denn so der Handel, für was kriegen wir das dann nicht gesucht? Und so viel, ne? Wenn sie wenig, noch wenig weiterfährt, dann gibt sie vielleicht gewohnt. Für was ist denn sowas? Also, Herr Vogel, was reizt dich in dem Prozess? Was soll mich dann in dem Prozess reizen? In dem Prozess reizt mich alles negativ, ne? Nicht positiv. Ne? Ich habe Leute zu verteidigen, von denen ich persönlich absolut überzeugt bin, dass sie nicht damit zu dienen. Das sind nämlich Dateien. Ne? Die Evenemente sind aus den Jahren 85, 84, 85, 86. Von Menge Leid oder von dem Mann, den ich verteidige, hast nie ein Wort geschwärmt. Bis ans Jahr 2007, wo ich ein ganz Brigade nachgeguckt habe. Da geht der Viertisch gehört. Das ist ja schon ein Beweis, dass ich überhaupt nicht stoß, weil an dem kleinen Land, wo wir sind. An dem Mouchoir, wo wir sind, ne? Da ist ja Trümmer direkto, ne? Gegen die Leute kein Rümmer. Da kommt ein Herr Scherer, ein wunderbarer Mensch, nur der große Fehler. Ein antizipiert Frauen, die nicht gestaltet geht, gell? Und, schwätzt hier, ne? Und so, ne, da sagen sie ja, und wie die Explosiven, und dann erklärt ihnen, nach 20 Jahren Zeit, für darüber zu schwätzen und sich zu informieren. Weißt du, das ist nichts Besonderes, das sind da bloß Wes. Ne? Voilà. Und dann hört man so ein Witz, ja, der weiß, wie zu sagen, ja, du mir dann Pümpchen, du noch grün, da sind wir gegangen. Ne? Und da lacht ihr, mir hier weiß nicht, das wird abgeschrieben, und dann danach steht es da. Ne? Voilà. Und wo hast dann, wie erklärt er sich, dass das 30 Jahre gebraucht wird, bis die 30 Jahre, bis die Sache auf Tapet kommt? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ja. Also es sind 3 Etappen an der Bommellehre, wann die sie bleiben. Na ja, du bist froh. Also, wer du kennt, das sind kein Witzen, das ist leider Gottes, wie das. Also. 1984, 85, 86 sind die Attentate. 20 Stück.
an ganz violente war den 9. November 1985 für den Flughafen und so. Die Enquete ist gemacht von einem Chef-Enquêteur, den hat gekriegt, diese Viscour. Denn diese Viscour sieht, ihre gestorben, als hat ein x Leute gesagt, ich weiß, wenn der Bombenleer raus, aber ich suche keinen mit, und sogar meine Frau, der wird nicht wissen, etc. Ich stelle jemanden mit einem Instant vier, ne? Du bist ein Chef-Enquêteur, der weiß, wie das, und den Enquêteur hat erlatscht. Ne? Weil, wenn ihr direkt ging, dann richtig enquete, dann hätten sie ihn ja direkt an Prison. Nein, ein enquete hat er latsch. Und da kennt die witzige Situation, dass einem sieht, na, geh auf mich, du aussehen, die mit einem Winchel rückt, und dann hält sie dich über den Kartgeografik, und der Winchelste bist du weiß, von dir sitzt. Voilà, das ist also der Bummelier, zwischen 85 und 88 an der Wampach, das war dem uns der Prokureur General Deka, den aus Haut am Pescator, die waren wir dann hier in nur vier und drei Wochen, dann seht ihr, da seht ihr in der Wampach, seht, ja, sind die Enquete, die hat sabotiert, geht links, agiert. Ich habe gesagt, aber was tut ihr dann gegen den Holland, Prokureur General Deka? Nein. Und dann kennt der Juge d'Instruction klein, ne? Den fängt dann mit dem Dossier wenig Juden ordentlich zu schaffen. Na, der Prokureur d'État adjoint, seht der Kommissar Kohnen, kennt er, seht, das war ein Alkoholiker, ne? Prokureur adjoint, Alkoholiker, der ist jetzt um Zink, und dann du alles verzerrt, und gesabbelt, ne? Voilà, ne? Den Enquêteur en chef, den hält Winchelwood. Ne? Und der Prokureur General d'État sieht das von allen Seiten sabotiert, aber il s'en fout. Der Juge d'Instruction, das war ein, das hat der Kunde immer über die gelernt, weil hier wollten nicht viel mit den Affären zu dienen, das war zu viel Arbeit, ich hätte immer gerne gehabt, und das war ein Einzelsachen, und das war keine Serie, aber sein Hauptzusi war, auf Bilder zu kommen, von der Presse. Ne? Pour le reste, rien. Da kennt dann der Prosper Klein, hält in die Affäre wenig besseren Tan. Und da seht den, à un moment donné, könnt ihr bei uns noch an Sitzung, mit dat, bald 30 Jahre mich spät seht, na hallo, wie sie ungefähr, weil das ist eine Staatsaffäre, die nicht darf abgeklärt. Oh mein Gott. Und da kennt, von 1990, von 1990 bis 1991, das Gulasch mir geschickt, gell? Das sind 8 Jahre, die sind total nahe gewesen. Du hast eh just Instruktion, den anderen Dossier am Tant hin, ne? Aber wer froh, wenn er dem Dossier losfährt. Und dann geht 1991, geht dann die Scheißere Mund, weil da war das ja schon eine ganz, ganz lange Zeit hier, ne? Und bon, dann 14. Februar 2013, da kommt die Affäre an Sitzung. Und da machen wir an der Sitzung die Instruktion von einem Prozess, die ja eigentlich gar nicht an der Sitzung hat dürfen kommen, bis sie mal instruiert war. Ne? Das ist ja planetärement unik, dass sie in 147 Sitzungen hat, und dass sie dann nicht an der Halschen Duck. Und dazu könnt ihr ich antizipiere vielleicht da eine Freundin, die da will sterben, dann haben wir das an Rünnens, weil ich kriege schon Migräne, wenn ich immer davon höre. da könnt ihr nur dabei, dass die ganze Kopfleit leer kommt. Oder die Mengen, die hätte gelohnt. Und da tut dann der Prokureur, den da sitzt, den Ausfall, an zu dochten. Ah, interessant, ne? Das hat ich noch mal vergessen. Den aktuellen Prokureur General, das ist auch ganz gelungen, ne? Das ist der Biber. Der Biber kennt dann, à un moment donné, und ich in eine Sitzung kommen lust, weil ich rausfand, dass du so ein Rendezvous clandestin, irgendwo war, ne? Wollte ich froh, was das da wäre, und so, ne? Du hast gekommen, und die zwei, die da sitzen auf der Bank, da müssen das ganz übersichern. Oh, so dich, aber wo sitzen sie dann, du Urfer? Und du wusstest den Einspielzentrum, da haben wir nur dabei, ne? Wenn du mal da aus den Geschichten regen, weil du gibt in der Matt gekreuzigt, gell? Da kommt ein Crucifixion, ne? Auf dem Punkt, ne? So einfach geht das, ja nicht, gell? Weil du musst ja da wissen, wie denn das?
sollen uns so wie das. Ne? An der Sonne so Peng setzen, ne? Meint ihr doch? Ja. Na ja, voilà. Ne? Voilà, Herr Vogel, Omerta an Amnesie, sind da doch wichtig begriffen. Ja, Omerta, das ist ein Chap de Ploy, der ganze Mischt, weil das kein Mensch, die will wissen wie ein Pferd. Das ist ja ganz einfach, ne? Und dann sind sie da zwei, die müssen nur durchhalten, für ein Maskerade für Prozess zu machen, ne? Die logisch schon, da ja suspendiert wird, weil sobald die Planten, die logemäßig gegen die Offizier, wenn die Planten zu einer Inkulpation feiern, da können sie zu einem Sursoir statuieren, ne? Und da sind sie schon lange am Vorkrematoire, wenn die Affäre noch beide. So, dass, wenn man mich fragt, wie lange dauert das noch? Ja, das geht nie, Mann. Die haben doch keine Vermutung, denn der Robert Biver sagt schon, das war nicht kein. Und die haben doch keine Vermutung. Ja, also, du musst, Bommelier musste an seinen Kontext Historik setzen. Ne? Wenn sie das nicht misst, dann verstehst du ja nicht davon. An den Jahren 3, 4, 5, 86 war Guerre Froide um absolute Sommet. Der Reagan hat seine Theorie an der Westmoreland, an den Alexander Haig, an Thatcher, an die gesagt, wir müssen etwas machen gegen die Ventre mou von den Europäern, die nicht, wenn sie nicht aufgerüsselt gehen, nicht kapabel sind, einer sowjetischen Invasion standzuhalten. Bon. Weil das du geschieht, du hast wahrscheinlich, ich muss so wahrscheinlich, weil ich hier kein Dokument beweist, das aber, wir können so mit einer an die Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, so, dass du die Regierungen, Santa Posa, so geheim Akkord gemacht haben mit dem Shape, ne, an dem sie gesagt haben, madet lo nicht wie an Italien, nicht? In Italien, du hast gar für Bologna durchgeflogen, so viel Doggia, so viel Blessiert. Ne? Aber doch kein Gold, wie den Aldo Moro. Ne? Den hast du nicht von den Linken durchgemacht, das ist von den Faschisten durchgemacht. Mehr das nicht, mehr zu Lützeburg so, dass Kirch plus ou moins am Dorf bleibt. Ne? Und darüber hin, sie auch minimalistisch Degas gemacht. Pylonen von der Sigidel sind attackiert, wenn sie 560 kV hat. Wenn sie 225 kV hat, das ist nicht geschehen. Der Flughafen ist attackiert, und da sind Pisten ravagiert, mit Kerosin behalten, die zu einem Holocaust hätten können. Na, weiß ich. Ne? Voilà. Nun komme ich an auf den Findel, und dann können wir das Thema aufschieben. Also, für mich steht da. Also, am Moment donné, als folgendes geschieht, ne? Die hat ja heute zu Lützeburg das Schell, das ist der Service, de Renseignement, ne? Den die Leute nur lebt von der russischen Kur gehen. Und so. den hat er noch, nach der Nerven, der Stay Behind. Und wenn er sich dann fragt, wie war dann das Stay Behind? Das ist Gladio, das sind die Jungen, die an Italien die wunderbaren Sachen gemacht haben, ne? Wie den Juge d'Instruction, den Givre, in Solo kommen lassen als Témoin, ne? Den hat den Andreotti und Mauer gedreckt. Den Andreotti müssen so, ja, Naldo Moro hast du gemacht, von denen sind ja, ne? Da, richtig kriminell, sagt er. Mit das ging der Johann zu Lützeburg nicht so, ob schon das Stay Behind, Lützeburg, du sicher nicht mehr entschuldigt, wie das Stay Behind der Bayern, wo die Tür du Brabant waren, 20 Stunden. Wieltsam Kaser überfallen zu gehen. Kein Sau weiß bis heute, wie an den Thüringen du Brabant war. Pour la même raison, même raison. Bon, da sieht dann den Charles Hoffmann, nicht nur noch Charles, gell? der sieht dann zum Beispiel, no, stay behind, das war eine lauter brave Leute. Also wir zwei wären noch nicht an der Stay Behind kommen, wenn wir sind kein brave Leute. Wir sind dann nur die brave Leute, haben wir da gefragt. Das war ein paar Steuer. Ja, das stimmt, war ein paar Steuer, das waren normal, Hausfrauen, waren ganz fein, brav Leute. Aber was haben die Leute gemacht? Sie haben die ganze Zeit mit Radio gespielt. Oh, mein Gott, das war,
zum Heulen, ne? Bon. Und nur könnt dann, nur, das ist ein Quiz, vor, die könnt ihr alle gut daheim lesen, wenn da dann eine gute Lesung gut, das oder was, ne? Also, 19. November, schreibe ich den Datum auf, weil das gehört dazu, 19. November 1985. Das sind 10 Dich, nachdem der Flughafen und Luggeflühen aus den, also Luggeflühen, den 9. November 1985. Du schreibst ein gewisses Bill. Das ist der Chef von den American Security. Das ist also der den Stay Behind Amerika. Schreibt in den Charles. Ne, ein Brief. Und an dem Brief, den Hummer kriegt, ich ging mengen ein paar Lapsus Freudien. Ne, Hummer hat immer am Dossier gehabt. Also das ist schon ein Dokument, was nicht einfach zu erklären ist. Da schreibt dann den Amerikaner und den Charles. Kannst du dich erinnern, wie gut du mir am Oktober geschafft, wie mir dein whole thing präpariert. Und, kannst du dich erinnern, dass uns Regierung uns wirklich gut geholfen hat, an zwei Hilfskruten, wie man sie zu London mitgekriegt hat. So, nun musst du wissen, dass das ein Um des, von der Antiterrororganisation schreibt einem anderen Chef von der Antiterrororganisation, ohne ihr Wort vom Flughafen zu erwähnen. Ja, das müssen Sie mal vorstellen. Da hat schon ein bisschen drascht, dann hat der Bill hat schon den Charles mit so, ah, fahrt das bei ihr, ich lasse. Qu'est-ce qui se passe? Nicht. Au contraire, ihr seht, unser Cocktail, der war exzellent. Was für ein Cocktail. Herr Vogel, just nach zwei Sachen, da komme ich bei dem letzten Kapitel, also das ist kein Froh mehr. Zwei Sachen, meinerseits, ehrlich gesagt, ich kenne nicht so ein bisschen. Heierst du, Herr Vogel, so nicht mehr. Soll der Vogelsgast als sympathischer, und kultivierten Anarchist, der gegen alle Hierarchie ist, die tracasse, qui tracasse le pouvoir avec le moyen du pouvoir, soll der Vogelsgast nicht selber den Bombe leeren? Komm, Melissa! Komm, Melissa! Da trode ich mich. Aber wir sind nicht so in das konfidentiellement, ne? Voilà, konfidentiellement, das hat so noch nicht für niemanden gebraucht, offiziell. Weil, wie geht zum Beispiel all die Honoräre bezahlen, wenn die nicht selber sind? Ja, aber das ist klar, das verstanden. Ja, und dann, just nach, ich weiß nicht, ob wir davon hören, und heute wird ja alles kommerzialisiert, aber wenn ich mal denke, ihr sollt zu einem Resultat kommen, die Menschen, da wird ihr am Krematoire. Ja. Ich will nur hören, sie geben aus dem Bummel ihre Musical machen. Ja, schon, ja, stimmt. Ja. Der Ferner Fox, der spielt den Bummel hier. Wenn er noch lebt. Wenn er noch lebt. Und der Margolinger spielt eher Rolle, der Metrophor. Und Nussbusch, was spielt Nussbusch? Left Kapitel. Dir sieht, Maitre Vogel, da tun wir alle gut, den Ovenlo Madrid. Das ist nicht überdriven, Maitre. Dir sieht den Unikum, ich bin abgeschrieben, ein inepuisables Wesen, ein ganz spezieller Mensch, sui generis. An einem Interview von Bas Schagel am DNR hatten davon geschwärzt, die hat noch gerade selber gesagt, du so dir von ihr, dir wärst ein fuller Scheich. Ja. Ich hätte mich nie getraut, so etwas zu sagen. Für was? Das ist ein ganz gutes Instrument. Für, weil, für Distanz ja, zu bauen. Ja. Sieh mal. Sieh dir, Herr Vogel, mit dieser Menge Analyse, verstehe ich so, dir wird mengenisch. Ja. Nicht nimmen. Nicht. Sympathisch sind, mir die kultiviert mit Leidenschaft an das bis an er nicht Seelen ein Gritz ungehobelt Manieren ran, er ja. Antipathie. Ja, das ist so, das ist Bedingung von meiner Vogelfreiheit. Zum Beispiel, Herr Vogel, die Matz an der Schwätzt, nicht der Spatze München, mir die Rapp Maul ob, wie ihn so schön seht. Wie ob der Lungen so ob Zung, als da die Verlust oder instinktiv? Ja, das ist instinktiv, das fand nicht, die hast da getan so gemacht. Dafür haben wir ja eine Stimme, die mich da, die auch keine Stimme, die kennen sich da nicht echt. Und da geht man gesagt, ja, na so oft vulgär und so, ja, ich schwätze nicht immer am Belair, alle zu bräuchten, ne? ja, ist ja klar, ne? Aber, ja.
Aber auf der anderen Seite ne, habe ich immer, warum meinen Namen, den Satz von meinem Freund Lichtenberg, kann der Lichtenberg, ne, das ist also mein absoluter Freund, den nur am späten 19. Jahrhundert, das war der Voltaire von Deutschland, der schreibt ja auch in Deutsch, das ist ja incroyable. Der sieht immer, und das finde ich mal zum Prinzip gemacht, er schliff immer an sich und war am Ende stumpf, ehe er scharf. Genießt, de Maître Vogel van de Lasleet, Narrenfreiheit. Als hier in die letzten Hof nach Heid zu Lützeburg, den sich erlauben kann, kein Blatt von dem Mund zu holen, zu so erwarten denkt, und dort hat oft dem Volk die Leid aus dem Herz. Ich meine, das ist lang Affäre gewesen, das in Praxis von 53 Jahren, das war nicht immer einfach, wenn du das haut so. Und dann, Herr Vogel, Koppen, ein Bekannter, und ihr sicherlich wieder. Nein, ich will das nicht. Ich will das gar nicht. Was Freunde belangt, muss ich ganz vorsichtig sein. Du so nicht wie der Janio Quadros, wie ein Präsident von Brasilien, Seigneur, libérez moi de mes amis, je me chargerai moi-même. Und dann gibt es schon noch einen persischen Dichter, den ich ganz gerne aus dem 11. Jahrhundert, den Omar Khayyam, ne? Den hat Rubaiyat geschrieben, ne? Und den hat gesagt, en ce monde, contente-toi d'avoir peu d'amis. Ne cherche pas à rendre durable la sympathie que tu peux éprouver pour quelqu'un. Avant de prendre la main d'un homme, demande-toi si elle ne te frappera pas de main. An Freundschaft mit Konfrere schon gut. Gut, nein. Den Akzent leidet immer auf der richtigen Syllabe. Und ich habe noch meine Leute, die mit mir arbeiten, strengstens verboten, mit anderen auf der Kote Niesse, joggen, spazieren oder reisen zu gehen. Weil das ist eine Indelikatesse supreme. Ne, wenn ich zum Beispiel Bier werde, den auf der Code X gehabt hat, oder hat, und ich ging gesehen, dass den auf der Code mit dem Comptoir ist, mit dem auf der Code von meinem Adversär, dann ging ich so, was ist das doch für eine Siebschaft, ne? Was kann ich da nachkleben? Von da kommen auch all die schlechten Rümmern hier. Ich bin also ein absoluter Feind von denen Freundschaften, aber mich kann kein auf der Code essen, kann kein trinken, ich gehe noch mal keinem spazieren, weil ich will hab kein Gesinn. Nee, wenn ich das just noch der Sohn, ich sehe den Gag, ich kenne dich aber, Herr Vogel, als ganz geselligen und oft lustigen Mensch, wenn man so die Hand muss. So. Ja, ich zum Beispiel, ich bin nachstehen wie Quatsch. Also Quatsch beruhigt mich terribel. Ne? Ich hatte einen Freund, den hast leider Gottes tot, den hast kommen, nicht gequatscht, bis ich geschlafen. Und dann, Herr Vogel, ich muss da einfach noch dummer danach kommen. Es gibt schon eine ganze Party, eine unheimlich viel Party von Sachen, die ich gewaltig gegen den Strich gehen. Du musst dich aber am Sport aufhängen, das ist ja eine große. Ja, also ich kann gar nicht für den Sport. Ich kann nicht, ich meine eine gewisse Kategorie Sport, die kennt man ganz gut. Nein, die so nicht, die kennt man nicht. Aber der Rest meine ich. Gedrochnet Sondes an der Büsch? Nein, ich gehe noch nicht an der Büsch. Joggen? Nein, nein, ich kann da doch nicht. Weil ich mein B ging immer nicht an Abend zu joggen. Ich muss mein B schon für andere Sachen. Nichts joggen? Nein, nicht joggen. Okay, Football geguckt? Nein, das schon gar nicht, das interessiert mich gar nicht. Das sind Sachen, das für mich, ja, ich will doch kein Schockieren haben. Da gehen bestimmt Leute, die das schön machen. Ich bin ein Stoff übrig. Der freut mich, ich antworte ja. Voilà, c'est tout. Hein? Ich gucke nur nicht, wie ein da noch schockiert. Ne? Das ist auch ganz scheißegal, ob die schockieren. Ne? Das ist so wie das. Ich finde das nicht gern. Das ist eine neue Religion. Ja? Wenn es die Television hat, müssen wir die drei Viertel von der Zeit, was weiter nicht wie Sport. Das ist zu viel, ne? Zu viel ist zu viel. Voilà. Apropos Football, Herr Vogel, du hast auch die Uli Hoeneß-Geschichte verfolgt. Ja, er geht schon an die Prison. Ja. Ja, geht schon in der Prison, weil das ist ganz clever überlegt. Ne? Ganz clever überlegt. Weil du geht dann irgendwo in der Prison, das ist der Bass. Und die Reson an der Reihe, vor allem. Was für Sohn?
Sag mal, schon vom Uli Hoeneß. Ich hab keinen Schuh. Ich hab keinen Schuh. Ich hab keinen. Ich hab gar keinen. Hey, Herr Vogel, ich hab nach drei Stich wieder. Tram, ja. Velodrom, Seelen. Ah, den Tram. Also ich hab heute gelesen, also den Thelen von der Chambre de Commerce, die gefällt mir ja ganz gut. Ihr seht richtig Sachen. Ihr seht den Trammers nach 2040 nicht fertig. Da stell ich da mal vor, wer den Unfug da ist, ne? Ein Tram zu Lützburg. Ja, ich bin am Tram am Start an der College gefahren, ne? Da bin ich mal in das Gleis rausgerappt, ne? Voilà. Ein Tram fort. 2040, da werden sie sich anfangen rauszurappen, weil dann, so ein Urbanisten, man braucht keinen Tram, denn das ist ganz schlecht, das mit Zirkulation futti. An den Thelen, den wird dann auch gesagt, aber Kinder, Chantier. Wir haben ja auch schon ein Land, das ist ja nicht mehr nach einem Chantier. Nicht mehr nach einem Chantier. Und durch die Chantier fährt ein Armada von Autobus. Bus, 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 Bus. Sobald sie da noch ist, kann der Bus. Guckst du da hin, kann der Bus. Überall Bus. Bus, Bus, Bus. Am Haie schaut sie, am Dürer schaut sie, am Bus. An der Velodrom? Ja, ja. Ich schon über der Velodrom die schlimmste Kutschmer gemacht. Und ich höre nun, dass man dadurch ging gebrauchen für vier Leute, die durch und drin fahren. Ja, könnt ihr ja besser auf einen anderen Velodrom gehen, ne? Könnt ihr ja lohnen oder so. Müssen ihr nicht für die Schlecke sie sowieso riefen. Das fertig, brauchen wir auf den Velodrom zu gehen. Ne? Für wie machen sie das, tschüss. Sind aber auch die von einer Seelbunlo am Platz. Da fand ich mich sympathisch, ja. Ja. Ich mich sympathisch. Auch wenn die fallen dann rauf, ne? die hat mit dem Vogel an dem Interview mit Bas Schagel hat er gesagt, und da wollte ich froh, was er da meint, da hat er gesagt, ich zitiere nicht, Leben als Nomittig. Aber ich lebe zum Beispiel am Instant. Ich lebe nicht an der Zukunft. Ich lebe hallo. Und das sind ein paar Momente. Das ist ein Punkt, evanescent in einer Ewigkeit, wusste nicht mehr Bas. Und da seht doch mal, Freund Chaim Datai. Écoute ce que la sagesse te répète toute la journée. La vie est brève. Tu n'as rien de commun avec les plantes qui repoussent après avoir été coupées. Voilà, c'est comme ça. Ich lieve zo, bois ton vin, car tu dormiras longtemps sous la terre, sans amis, sans femme. Et je te confie un secret. Les tulipes fanées ne refleurissent pas. Das stand für der Bärfrau. Ich lebe nicht an der Tür. Ich bin noch dafür nicht Garagitis. Ich bin nicht Appartementitis. Ich bin all die Sachen nicht. Wenn ich so etwas gesehen habe, was schön ist, ich bin so in der Kraft, ich bin da für mein Instant mit Pläsier zu fallen. Weil ich will kein Instant de Dépläsier. Voilà. Die hat Herr Vogel am Kader von der Frotlewe wäre nur mittig, eigentlich von ich selber behaupt, die wird Hedonist. Ja, das bin ich ja, ein absoluter Hedonist. Ich lebe für den Pläsier, ich meine, mein habe ich doch mal Pläsier. Ich meine, sie nie mit dem Pläsier. Schon in dem Moment ein kleines Museum mit der Bommelier-Armee. Aber normalerweise mal Pläsier. Also, den 9. Oktober, Herr Vogel, den 9. Oktober, das Jahr, da feiert ihr 77 Jahre Adoleszenz. Wann, wo was? Das ist nicht sicher, gell? Da wisst ihr wieder das. Der Imponderable am Leben ist das Allerschlimmste, das geht. Da gibt es Leute, die sich mühsam zum Erdauer. Ganz quitschvergnügt trinken Kaffee, und dann schwätzen sie noch wenig mit ihrer Frau, und dann holen sie ein Auto, und dann denken sie einen Arschloch von der anderen Seite, dann fliegt an sie, und zängt, also alles fertig. Ich bin in der Impression von einem Accident, was ich bei dir tun an die Jahre 1973. Ich erzähle nicht das, weil das, was mich an der Existenz schrecklich blut, sind les imponderables. Ne? Das ist ein Mann, den hat den Lob d'oreille verloren an einem Accident, und er hat geschafft, zum Mondorf, am Casino,
Und ich hätte gesagt, geht das schon mal also mit dem Mauer da, ne, also da. Wir können mir es nicht halten. Und der Mann hat dann seinen Platz verloren. Und die haben da plädiert, das hat ein paar Jahre gedauert. Und dann einen Tag, meine Frau hat dann von der Assurance ein paar Geld gekriegt, ne? Und wir waren extrem froh und zufrieden. Und hat dann zu mir gesagt, voilà, da geht mein Reif endlich eine Realität, die war. Ich kaufe heute einen Bauplatz und da geht darüber gebaut und so. Und du hast in den Hohle gegangen auf Junglinster und du hast in Nordemene geholfen, du hast auf der Fußgängerstreife gegangen, für immer zu gehen. Du hast ein Bölles kommen, nicht mehr ran. Und wir sind auf Platz gekommen, am Juge der Instruktion, Gehirn unterversagt. Und das als etwas, das geht mir nie aus dem Kopf. Niemals. Das war so ein lieber Mensch, dem sind Drehen an einer Zeit von 2-3 Stunden von oben nach innen annulliert gesehen. Ne? Das sind Tamponderablen. Die sind all da an der Zeitung. Nur wenn die so die feiert, geschwürt, sie sind nicht so, noch sehr rien. Meine Vogel, wann es dann natürlich noch nicht haut, dann auch noch nicht mehr. Ja. Wann es dann mal einmal so weit ist, was für ein Tod wünscht ihr? Ganz rapid, also ganz schnell gehen. Nicht nur, etwas, was sich hier schläft, das helfen nicht nur. Ne? Ich habe nicht gefragt, wie zu kommen. Ne? Wenn ich mich gefragt hat, wie zu kommen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, vor allem, wenn die Leute erlebt haben, lass mich da, wo ich bin. Ne? Weil das ist ein Faisal, da brauche ich mich nicht zu bekommen. Ich brauche keinen Rand zu kriegen, ich brauche keinen Pai, ich brauche kein Appartement, ich brauche keine Garage, ich brauche nichts. Lass mich da, wo ich bin. Ne? Bon. Voilà. Mais los bin ich dann eben da. Ne? Da muss ich also Not gelegen kriegen, über mich selber zu disposieren. Und das meine ich, le moment venu et de cas en cas. Mais ich lasse mich nicht versichern. Die Damen und die Herren, Herr Vogel, wie ich euch angerufen und gefragt habe, ob ihr d'accord wird für das Gespräch ein bisschen mit mir zu machen, da habt ihr ganz spontan, und auch nicht mehr einen Gritz zu zicken, direkt zugesagt. Und dafür so nicht ich ganz herzlich merci, weil wir sind nur am Schluss gekommen. Und ich hoffe, die werden nicht allzu viel abgeregt. Oh. Vogel, Pierre Put, ganz, ganz große Merci für die grandiose Entrevue, die als ganz weit gefordert wird. Die Eloquenz, die tiefgehenden Gedanken, also wirklich überzeugend. Ganz große Merci. Ich auch alle guten Nullausstrahl. Merci, dass ihr so matt gedrohen habt, matt gegangen seid. Wir versichern, dass wir haben sehr an den Gläser etwas rauszuschütten, weil ihr euch nach ein paar Mal daheim geht. Ihr seid alle gut. Pierre Put, viel, viel, merci für den Frohen. Also, das war grandios. Merci.